Kontrolle zu bringen. Nichts weniger erwarten die Bürger von ihrer Kanzlerin. Die hat aber offensichtlich schon Schwierigkeiten, ihre Regierung unter Kontrolle zu bringen. Noch vor kurzem unumstrittene Regierungs- und Parteichefin wirkt Angela Merkel in diesen Tagen wie eine Getriebene. Getrieben vom Chaos an den Grenzen und getrieben von ihrer Partei. Die fordert immer härtere Maßnahmen. Weniger Familiennachzug, Einzelfallprüfungen, Transitzonen, Rückführung, Begrenzung. Jedenfalls kein pauschales Durchwinken mehr. Wie steht die Kanzlerin zu diesem Kurswechsel eigentlich? Weiß in der Regierung die eine Hand noch, was die andere tut? Ist aus der Flüchtlingskrise mittlerweile eine Regierungskrise geworden? Das fragen wir uns und diese Gäste. Cem Özdemir, der Grünen-Vorsitzende, stellt fest, Frau Merkel ist die Kontrolle entglitten über die Bundesregierung und über die CDU. Christoph Schwennicke, der Chefredakteur des Magazins Cicero, ist überzeugt, es riecht nach Putsch und Schäuble ist der Anführer. Karl Rudolf Korte, der Politikwissenschaftler, widerspricht, es gibt niemanden, der jetzt bei einer so populären Kanzlerin den Dolch ziehen würde. Franziska Giffey, die Neuköllner Bürgermeisterin, fordert, wir stehen vor einer sozialen Krise, deswegen brauchen wir Entscheidungen, die sofort wirken. Martin Beiersdorfer, der Erdinger Landrat, kritisiert, Merkels Flüchtlingspolitik hat versagt. Das ist Willkommenshysterie. Und Peter Altmaier, der Kanzleramtsminister und Flüchtlingskoordinator, bleibt dabei. An unserer Willkommenskultur ändert sich nichts. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und ich begrüße Sie nochmal ganz herzlich aus dieser Runde. Ja, liebe Zuschauer, Ideen zur Begrenzung der Flüchtlingszahlen gibt es viele. In langen Gesprächen und Gipfeltreffen hat diese Koalition sie abgewogen und entschieden, wollte man zumindest denken. Peter Altmaier ist heute bei uns. Herr Altmaier, mal unabhängig davon, wie sinnvoll oder nicht sinnvoll diese verschiedenen Möglichkeiten sind. Ist das in Ihren Augen noch Politik oder ist das Chaos? Wir haben eine der wichtigsten Problemstellungen zu lösen, die es in den letzten Jahren in Deutschland gegeben hat. Und es ist ganz selbstverständlich, dass bei einer Flüchtlingsbewegung diesen Ausmaßes es auch kontroverse Diskussionen gibt, in allen Parteien, auch innerhalb der SPD, auch innerhalb der CDU/CSU. Ich würde mir Geschlossenheit wünschen. Ich würde mir wünschen, dass wir unsere Debatten intern führen und dann gemeinsam entscheiden und nach außen auftreten. Aber es ist nun einmal so, dass wir ein freies Land sind und dass jedermann seine Meinung, auch wenn er Abgeordneter oder Minister ist, äußern darf. Entscheidend ist nur, dass wir gemeinsam handeln. Und das haben wir hinbekommen. Die ganze letzte Woche und auch zuvor. Wir haben Schritt für Schritt dafür gesorgt, dass die Dinge geordnet werden. Und das werden wir auch in Zukunft tun. Sie haben von Entscheidungen des Bundesinnenministers über andere erfahren. Und von anderen erfahren. Wer hat in dieser Regierung eigentlich noch das Sagen? Wir haben in dieser Frage sehr eng zusammengearbeitet. Es gab dann ein Kommunikationsmissverständnis, weil wir über einen Punkt gesprochen hatten unter dem Parteivorsitzenden, der dem Innenminister so nicht bekannt war und, umgekehrt war dem Parteivorsitzenden und mir nicht bekannt, dass im Innenministerium eine Entscheidung getroffen worden war. Mhm. Das haben Wolf-Thomas de Maizière und auch ich selbst vor der Fraktion bedauert, dass es dazu gekommen ist. Wir haben darüber gesprochen, wie man in Zukunft auch sicherstellen kann, dass die Zusammenarbeit funktioniert. Mhm. Und ich glaube, dass Politik eben auch nicht unfehlbar ist und dass Politik auch von Menschen gemacht wird, von Thomas de Maizière, von Peter Altmaier, von Wolfgang Schäuble und von anderen. Und deshalb war es richtig, darüber zu reden, nichts unter den Teppich zu kehren und anschließend die Dinge zu lösen. Wollen sich Wolfgang Schäuble und Thomas de Maizière vom Koordinator in der Flüchtlingsfrage, Christoph Schwennicke, einfach nicht koordinieren lassen? Warum verselbstständigt sich ein Bundesinnenminister und bekommt Rückendeckung vom Finanzminister? Ja, und ist damit auch auf der Seite übrigens des Koalitionspartners CSU, den wir in der Reihung jetzt noch gar nicht aufgezählt haben. Ja, es ist einfach so, dass ganz erkennbar Thomas de Maizière und auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble anderer Meinung sind als Angela Merkel, dass sie diese Politik des bedingungslos offenen Schlagbaumes nicht weiter mitverfolgen möchten und dass sie das ihnen Mögliche tun, sei es in Wort oder Tat, zu einer Umkehr beizutragen. Nicht anders ist das zu erklären, was Sie gerade, finde ich, sehr gut in diesem Einspielfilm noch mal auf den Punkt gebracht haben. Sie greifen der Kanzlerin ins Lenkrad, weil Sie den Eindruck haben, sie fährt in die falsche Richtung. Was hat das aus Ihrer Sicht für Konsequenzen? Was bedeutet es, wenn ein Kanzleramtsminister düpiert wird, wenn die Kanzlerin düpiert wird und wenn der Bundesinnenminister dabei offensichtlich große Unterstützer hat? Ja, also zunächst einmal ist das, glaube ich, Herr Altmaier, bei allem Respekt nicht der Zeitpunkt für große Diskussionen und für öffentliche Meinungsäußerungen von namhaften Ministern. Also Debattenkultur in allen Ehren. Wir halten es in unserem Magazin auch hoch, aber in der Krise gilt geschlossenes Handeln und nicht munteres Ausdiskutieren von unterschiedlichen Positionen. Das heißt einfach, dass Frau Merkel im Moment die Zügel entglitten sind, weil sie, glaube ich, Spielball ihres eigenen
Urfehlers geworden ist, nämlich eines Tages gesagt zu haben, wir machen die Grenzen jetzt bis auf Weiteres komplett auf. Also erstens haben wir die Grenzen nicht komplett aufgemacht und zweitens, Sie übersehen einen wichtigen Punkt, Herr Schwennecke, dass die Bundeskanzlerin für ihre Vorschläge bisher immer die Unterstützung nicht nur der eigenen Fraktion, sondern auch der Koalition hatte. Wir haben am letzten Donnerstag ein umfassendes Papier beschlossen und das wird umgesetzt und das wird dazu führen, dass wir diese Flüchtlingskrise ein Stück weit schneller und besser lösen. Die Bundeskanzlerin hat in dieser Krise geführt und sie führt weiterhin. Und das Ziel ist es, eine Reduzierung des Flüchtlingsstroms und eine Integration von denjenigen, die in Deutschland bleiben werden. Wir kommen auf jeden Fall auch auf den letzten Donnerstag noch zu sprechen. Frau Giffey, Sie haben interessanterweise die Bundeskanzlerin in der letzten Woche besucht. Ja. Haben Sie denn das Gefühl, dass Angela Merkel die Krise noch im Griff hat? Ich habe ja, das war ja ein Gegenbesuch. Sie war ja bei uns in Neukölln im Mai, hat eine Schule besucht und hat dann das sehr spannend gefunden, das Gespräch auch mit mir, und hat gesagt, wollen wir das nicht mal fortsetzen. Und dann haben wir uns tatsächlich vereinbart und es ist wirklich dazu gekommen. Und natürlich war dann nicht nur das Thema Integration und Kopftuchdebatte ein Gegenstand, sondern die Fragen natürlich aktuell, was machen wir mit der Flüchtlingskrise? Und sie hat in erster Linie erstmal zugehört. Sie hat zugehört, als ich ihr berichtet habe von der Situation vor Ort, davon, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir an unsere Grenzen von Kapazitäten kommen, dass wir erste Turnhallen eben tatsächlich für Flüchtlinge nutzen, wie die Leute reagieren, wie die Vereine reagieren, dass es schwierig ist für Schul- und Vereinssport, dass es in der Bevölkerung natürlich Menschen gibt, die sagen, das kann doch nicht sein, dass das zulasten unserer Kinder geht und dass ich das mit Sorge sehe. Und dass wir natürlich darüber hinausdenken müssen, es ist ja nicht damit getan, die Menschen auf der Pritsche in der Turnhalle unterzubringen und schon gar nicht in diesen Größenordnungen, die wir im Moment haben. Und es kann auch nicht sein, dass wir im ganzen Land eine Turnhalle nach der anderen beschlagnahmen und die dafür verwenden. Wir müssen andere, größere Lösungen finden. Und das hat sie auch dann ganz klar auch gesagt, sie sieht das ebenso und hat mir auch gesagt, sie wird sich dafür einsetzen, dass die Bundeswehr auch auf der Landesebene und auf der kommunalen Ebene mit unterstützt. Und ich hatte schon den Eindruck, dass sie das sehr, sehr ernst nimmt und sehr wahrnimmt, was da vor Ort auch bei uns passiert. Cem Özdemir ist bei uns Oppositionsführer bei den Grünen. So eine Krise in einer so großen Flüchtlingsbewegung sind hohe Zeiten für die Opposition. Heute kam die Nachricht, dass die schwedische Regierung, die sozialdemokratische schwedische Regierung beschlossen hat, Grenzen wieder einzuführen. Damit sind wir in Europa jetzt quasi mehr oder weniger allein mit unserer Politik. Herr Altmaier schüttelt schon den Kopf. Ja, Sie haben das gemacht, was wir auch gemacht haben. Wir haben auch die Grenzkontrollen eingeführt. In diese Richtung. Ja. Erklärt sich so in Ihren Augen, Herr Özdemir, das Chaos und auch die Panik der Regierung, nun nach irgendwelchen Lösungen zu suchen, die die Zahl der Menschen begrenzt? Also ich habe 0,0 Lust, da eine parteipolitische Debatte draus zu machen in einer Situation, wo es wirklich darum geht, in welcher Gesellschaft wir künftig leben wollen. Ob die AfD immer stärker wird, ob Pegidas, Legidas oder so im Ruder laufen und wir eine Entwicklung bekommen, wie wir es in anderen Ländern ja auch kennen, dass rechts immer stärker wird, rassistische Anschläge und so weiter. In einer solchen Situation stellt es mich nicht zufrieden zu sehen, in welchem Zustand diese Regierung ist. Ich meine, wir brauchen ja das gemeinsame Gespräch. Das ist nicht die Situation des parteipolitischen kleinen Karos. Wir haben unter Führung von Winfried Kretschmann einen für uns sehr schwierigen Flüchtlingskompromiss gemacht. Aber wer ist eigentlich unser Ansprechpartner in der Großen Koalition? Ist es die Kanzlerin? Die hat keine Richtlinienkompetenz mehr. Ist es jetzt der Innenminister? Ist es der Finanzminister? Muss man nach Bayern gehen? Oder muss man mit dem SPD-Vorsitzenden reden, der seine Meinung ja auch häufiger ändert? Also in einer der schwierigsten Situationen, wo wir eine Regierung haben, die mit 80% im Bundestag eine Mehrheit hat, zerlegt die sich gerade. Und alle da draußen, die Bürgermeister, die Ehrenamtlichen, die Hauptamtlichen, erwarten von uns, dass wir sagen, wohin die Reise geht. Können wir die Leute registrieren? Kriegen wir es hin, bis zum Jahresende zu wissen, wie viele Leute da sind? Ein Fraktionsmitglied von uns hat die Bundesregierung gefragt, heute haben wir die Antwort zu ihr gehört, ob die eigentlich wissen, wie viele Leute im Land sind. Sie können es nicht sagen. Was ist der Plan, dass wir in Europas Außengrenzen endlich wieder ein System bekommen, das funktioniert? Wie sieht es aus mit Fluchtursachenbekämpfung? Das sind doch die Dinge, die die Leute hören wollen und nicht neue Vorschläge, die nur Chaos verbreiten. Fragen über Fragen zu den Inhalten kommen wir. Es muss eine politische und eine machtpolitische Frage gestellt werden und nicht nur eine. Karl-Rudolf Korte ist bei uns. Herr Korte, helfen Sie uns bei der Beantwortung der Frage, den Laden nicht im Griff haben oder es gibt echte Meinungsverschiedenheiten in diesem Kabinett unter CDU-Ministern. Welche Einschätzung, welche Deutung ist schmeichelhafter für die Kanzlerin? Schmeichelhaft ist im Moment die Lage für die Kanzlerin nicht, aber das war und wird auch nie ihr Maßstab sein. Es ist erst die Annahme, es wäre dilettantisch, aber das scheint nicht so zu sein, vor allem wenn Peter Altmaier mit im Spiel ist. Dann könnte es sein, die Kanzlerin hat ihre Position verändert, schickt bestimmte Minister vor, die einfach die schlechten Botschaften übermitteln. Dagegen spricht das, was sie an Regionalkonferenzen mit sehr großer Vehemenz und mit großer Überzeugung vorträgt und dass sie von ihrem eigentlichen Kurs nicht abrückt. Ich glaube eher, dass ein Machtverlust durchaus erkennbar ist. Parteimacht schwindet
Und ein Kanzler ohne Parteimacht ist natürlich in einer schwierigen Situation. Die Parteimacht ist wichtig, um die Kanzlerdemokratie auch abzusichern. Andererseits hatten wir uns offenbar daran gewöhnt, wie am Hofe, dass man eine Monarchie nicht kritisieren kann. Offenbar kommt jetzt Lebendigkeit in eine Debatte, eine Streitkultur in die CDU, die wir bislang nicht kannten, die wir uns aber doch eigentlich wünschen. Zur Lebendigkeit innerparteilicher Demokratie gehört das dazu. In einer Zeit der Großen Koalition gibt es eine Lähmung des Parteienwettbewerbs. Insofern ist es ganz wichtig, auch über Streitkultur zu reden, gerade wenn eine Opposition marginalisiert sind. Also es hat auch Vorteile, öffentlich Positionen auszutauschen. Sie hat zunächst Thomas de Maizière zurückgepfiffen, hat dann anschließend gesehen, dass Schäuble ihm beisprang, um dann anschließend im Präsidium der CDU ihm formal Recht zu geben. Ist sie so gespalten wie die CDU in der Frage, wie andere Parteien auch? Parteien sind, wenn es gut ist, ein Abbild von uns. Abbild dieser Gesellschaft mit unterschiedlichen Richtungen. Und wir schaffen das und wir schaffen das nicht. Beides gehört in die Parteien. Und für beides muss sie werben. Für beides steht sie auch. Und dafür muss sie Unterstützung bekommen. Und diese Unterstützung wird aber in der Partei deutlich schwächer. Da muss sie kämpfen. Das wird sie machen. Aber bislang musste sie das nicht. Wir können uns an den Sommer, Frühsommer noch erinnern. Da gab es einen Ministerpräsidenten in der SPD, der vorgeschlagen hatte, dass die SPD gar keinen Kanzlerkandidaten mehr aufstellt. Gegen Frau Merkel. So hoch war sie gestiegen. Insofern ist es wichtig, dass wir in der Demokratie sie runterholen und in die Diskussion mit ihr einsteigen. Christa Schwennicke, nun ist ausgerechnet gestern von Wolfgang Schäuble, der eben an der Seite von de Maizière steht, gesagt worden, dass diese Flüchtlingskrise zu vergleichen sei mit einer Lawine, die von einem unvorsichtigen Skifahrer ausgelöst wurde. Meinte Angela Merkel? Ja, also es wurde sich ja heute reichlich darüber aufgeregt, über seine Metapher, über das Bild von der Lawine, wie angemessen oder nicht angemessen dieses Wort ist, wenn es sich um viele notleidende Menschen oder Menschen auf der Flucht handelt. Das Entscheidende tatsächlich an diesem Zitat ist aber nicht die Lawine, sondern die Nennung des unvorsichtigen Skifahrers. Jeder, der ein bisschen Ski fährt, weiß, wenn du in den Tiefschneehang reinfährst, musst du aufpassen, dass du die Lawine nicht auslöst. Und es ist für mich ganz klar, dass er damit eine Skifahrerin gemeint hat. Denn ein Teil dessen, was wir gerade erleben, hat Angela Merkel mit ihrer Politik, mit ihrer einladenden Politik einfach ausgelöst, auf jeden Fall verstärkt, dass die Flüchtlingszahlen bis zu dem Zeitpunkt, wo sie sich so geäußert hat, etwa bei 400.000 lagen und jetzt noch mal 400.000 draufgekommen sind, belegt das in meinen Augen. Also ja, er hat da Angela Merkel gemeint mit dieser Skifahrerin. Und übrigens, gestern gab es ein Interview von Donald Tusk im Berliner Tagesspiegel, das ich noch mal sehr zur Lektüre empfehle. Denn auch da, wenn man mal den diplomatischen Plüsch weglässt, den er da dran gemacht hat, dann hat er auch klipp und klar gesagt, Frau Merkel würde das heute so auch nicht mehr sagen. Ja. Und helfen Sie uns noch mal bei der Interpretation dieses Bildes. Heißt das ganz konkret, Frau Merkel hat Fehler gemacht und andere müssen das jetzt korrigieren? Ja, so verstehe ich das. Also jedenfalls, soweit man das im Moment korrigieren kann. Denn das Bild der Lawine hat er deswegen benutzt, weil er sagt, da ist etwas Unkontrollierbares, etwas Unkontrolliertes in Gang gekommen und wir müssen die Kontrolle wiedergewinnen. Es gibt ja ein Zitat von Angela Merkel, das mir nicht aus dem Kopf geht, das sie vor etwa 6 Wochen geäußert hat, als sie sagte, es liegt nicht in unserer Macht, wie viele Menschen nach Deutschland kommen. Das ist ein Offenbarungseid, das ist das Zugeständnis eines Kontrollverlustes. Und dahinter möchte ich ganz kurz, dahinter möchte jemand wie Wolfgang Schäuble zurückkommen, er möchte ein Stück weit die Kontrolle darüber wieder gewinnen. Zurückbekommen. Und jetzt müssen Sie uns erklären, Herr Altmaier, warum mischt sich Wolfgang Schäuble eigentlich in diese Debatte ein? Was hat er als Finanzminister für einen Grund, sich in dieser Form gegen seine Kanzlerin zu stellen? Erst einmal, ich weiß gar nicht, ob die spitzfindigen Interpretationen des Kollegen Schwennicke das sind, was Herr Kollege Schäuble gemeint hat. Ich glaube auch, dass es auch nicht lohnt, darüber den ganzen Abend zu diskutieren, weil die Menschen, die heute Abend zuschauen, die wollen von uns wissen, wie wir es schaffen, dass die Flüchtlinge Deutsch lernen, dass sie in Arbeit kommen, dass wir auch den Zustrom reduzieren. So, und der zweite Punkt ist, Angela Merkel hat in den letzten 10 Jahren sehr viele schwierige Entscheidungen für Deutschland getroffen. Denken Sie an die Euro-Krise, denken Sie an die Ukraine, denken Sie an viele andere Vorgänge und sie hat immer wieder auch sich gegen Kritiker zur Wehr setzen müssen. Das ist normal in einer Demokratie. Aber sie hat am Ende immer die Partei hinter sich versammelt. Und ich bin fast jedes Wochenende auf irgendeiner Parteiveranstaltung. Und wenn man dort mit den Menschen spricht, steckt einem sehr viel Verständnis, Unterstützung entgegen. Und deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass auch der Bundesparteitag sich hinter Angela Merkel stellen wird und dass deutlich werden wird, dass sie in der CDU-CSU von der ganz großen Mehrheit getragen ist. Ich wollte von Ihnen wissen, warum sich Wolfgang Schäuble so verhält, wie er sich verhält.
Na gut, dann hätten Sie Wolfgang Schäuble einladen müssen heute Abend und nicht mich. Ich habe mir angewöhnt als Kanzleramtsminister, dass ich nicht interpretiere, was Kollegen in der Regierung sagen. Das ist eine Frage auch des Stils. Dann fragen wir wieder den von Ihnen offensichtlich heiß geschätzten Christoph Schwennecke. Herr Schwennecke, die Journalisten schreiben sogar von einem möglichen Putsch. Ja. Müssten Putschisten nicht auch wissen, wen sie dann ins Amt heben wollen? Also Putsch ist ein grelles und aufsehenerregendes Wort. Ich habe es selber auch benutzt. Ich will mich da gar nicht dahinter verstecken. Der Putsch in der Sache hat stattgefunden. Der Putsch in der Sache hat in dem Moment stattgefunden, wo versucht wurde, den Familiennachzug, den Herr de Maizière nicht mehr erlauben wollte, an jenem besagten Freitag eben doch wieder zuzulassen. Im Präsidium wurde dann beschlossen, nein, Familiennachzug vorläufig nein. Übrigens, der zweite Punkt von Herrn de Maizière, der ist ein bisschen unter den Tisch geraten. Das ist fast der erheblichere in meinen Augen. Er hatte nämlich auch gesagt, dass den syrischen Flüchtlingen, die kommen, erstmal nur ein Jahr Aufenthalt gewährt werden soll. Aber das nur nebenbei. Also der Putsch in der Sache findet im Moment statt. Mhm. Zu alt jedenfalls hält sich der angesprochene Wolfgang Schäuble offensichtlich nicht, wenn wir ihm noch einmal zuhören wollen. Herr Altmaier, nochmal. Das fortgeschrittene Alter disqualifiziert ihn offensichtlich nicht. Was würde ihn qualifizieren? Ein Kanzler in der Not zu sein? Wolfgang Schäuble ist doch ganz unbestritten einer der politischen Leistungsträger in dieser Bundesregierung. Und die Union hat davon mehr. Und darauf ist sie stolz. Und wir werden auch nicht zulassen, dass die einzelnen Minister gegen andere Minister ausgespielt werden. Für uns muss maßgeblich sein, alle, die in der Regierung sind, müssen den gemeinsamen Kurs dieser Regierung und Koalition mittragen. Mhm. Und da gab es in der Vergangenheit keinen Zweifel beim Kollegen Schäuble oder bei irgendeinem anderen Kabinettskollegen, den ich kenne. Und in der Flüchtlingskrise haben wir eine gemeinsame Verantwortung. Und das heißt, nach Diskussionen auch zu Entscheidungen zu kommen. Das haben wir geschafft am letzten Donnerstag mit der SPD gemeinsam. Das haben wir geschafft unter Einbeziehung der Grünen in mehreren Konferenzen der Ministerpräsidenten. Das ist der Maßstab, den ich anlege. Und ich bin überzeugt, dass auch der Kollege Wolfgang Schäuble dazu seinen Beitrag leisten wird. Und die Frage geht nochmal an Karl-Rudolf Korte. Herr Korte, wenn Frau Merkel machen muss, was ihre Partei möchte, hat sie dann noch die Richtlinienkompetenz? Hat sie. Es gibt ja einen Spielraum, es gibt ein Kabinettsprinzip, es gibt auch das Ressortprinzip. Innerhalb dieser verschiedenen Prinzipien muss sie durchaus weiterführen. Sie wird die Instrumentarien nutzen, da bin ich ziemlich sicher. Ihr Hauptinstrumentarium ist ihr Popularitätspanzer, den sie nach wie vor in der Bevölkerung besitzt. Zu dem Detail der Flüchtlingspolitik gibt es unterschiedliche Meinungen, aber ansonsten wird sie immer noch geschätzt von den Bürgern, weil sie abseits von Geltungssucht agiert, auch nach 10 Jahren sehr souverän wirkt als Krisenlotsin. Und als Orientierungsautorität, offensichtlich. Und wer so eine Person versucht zu stürzen, wird mit abstürzen. Insofern ist die Problematik, mit dem Begriff von Putsch zu arbeiten, etwas, was denjenigen mit nach unten zieht, der es versucht. Und Sie halten diese Idee für abwegig. Dennoch die Frage, wissen die Menschen noch, was die Kanzlerin will? Oder ist sie mehr getrieben von dem Wollen der anderen? Das ist nochmal eine ähnliche Frage. Ihr Kennzeichen war die ruhige Stärke. Im Moment wirkt sie durchaus getrieben. Und der Kurs ist nicht wirklich klar erkennbar, außer an den Regionalkonferenzen. Denn es wäre jetzt notwendig, offenbar, wie so 1989, ein 10-Punkte-Programm zu entwickeln. Wollte ich Sie gerade fragen, wo ist der Plan? Voller Zuversicht. Mhm. Ehrlichkeit gehört dazu. Ratlosigkeit zuzugeben, dass es nicht die Lösung gibt, sondern ein Maßnahmebündel. Aber man muss Zuversicht ausstrahlen über ein Maßnahmenpaket, das idealerweise auch 1989 in einer diffusen öffentlichen Lage Zuversicht über 10 Punkte gestiftet hat. Das wäre ein Ansatz. Das muss aber auch sicherheitsorientiert sein, denn die Bürger in Deutschland wählen immer so, dass möglichst sich nichts ändert. Das ist im Moment das Problem. So. Es wird keiner gewählt, der den Wandel verspricht im Moment. Da liegt das große Problem. Aber es wäre ein Ausweg. Okay, Frau Giffey, dann landen wir jetzt in der Realität und fragen uns, wir sollen also den Familiennachwuchs begrenzen, es soll den Familienzuzug, es soll diese berühmten Transitzonen geben, es soll schärfere Prüfungen geben, Dublin soll wieder eingeführt werden. Was wird das morgen an Ihrer Situation ändern? Wissen Sie, die ganze Debatte heute Abend, die ist so dermaßen abgehoben. Bis jetzt. Es ging um Politik. Ein bisschen Politik ist auch dabei. Muss ja sein, ist ja gar keine Frage. Aber ich sage Ihnen, die Leute vor Ort, die wollen ganz konkret wissen, wann kommen wir wieder in die Turnhalle rein? Sind dort ansteckende Krankheiten? Wie werden die behandelt? Wie werden die Ehrenamtlichen unterstützt? Was ist mit der gesundheitlichen Versorgung? Was ist mit den Leuten, die das Asylverfahren durchgestanden haben? Wissen, sie haben einen Status und dann unsere Neukunden werden. Wir brauchen überall massiv Personal, ob das im Bürgeramt ist, im Sozialamt oder sonst wo. Und das wollen die Leute wissen. Habe ich persönlich aufgrund der Flüchtlingszuzüge eine Einschränkung in meinem persönlichen Leben? Und wir sind an einem Punkt, wo wir das an vielen Stellen inzwischen mit Ja beantworten müssen. Und die Leute haben ja darüber hinaus Ängste. Die sagen, ihr nehmt uns die Turnhallen. Was kommt als nächstes? Sind es Wohnungen, die beschlagnahmt werden? Wird bei mir jemand einquartiert? Was sind die nächsten Schritte? Und das sind natürlich Dinge, die muss man ernst nehmen. Und da brauchen wir auch Antworten dafür. Und diese ganze Streiterei, wer wie zu interpretieren ist, das hilft uns ja vor Ort nicht wirklich weiter. Aber es braucht ja einen Plan. Yeah.
Herr Özdemir ist der Nächste. Frau Güter, genau deswegen, weil Sie das, genau was Sie da schildern, ist doch die Folie, auf der wir reden, warum ich beispielsweise sagen würde, es muss die Kontrolle wiedergewonnen werden. Es muss auch klar werden, das kann so in dem Maße nicht weitergehen. Ihr Parteichef hatte heute, glaube ich, auch ein Rendezvous mit der Wirklichkeit. Er traf sich heute, also Sigmar Gabriel mit, dann können Sie ja noch... Bürgermeister in Landräten aus mein Eindruck war, so wie er hinterher gesprochen hat, dass ihn das sehr stark beeindruckt hat. Ja. Und siehe da, seine Aussagen hinterher hörten sich auch ein wenig anders an als vorher. Also er redete da auch von der Reduktion. Also das ist ja nicht aus irgendeiner Herzlosigkeit herausgesagt, sondern einfach aus Gründen, dass man sagt, wir kommen sonst unserer Verantwortung nicht nach. Übrigens auch der Verantwortung der Flüchtlinge. Wollen wir einmal ganz kurz nochmal Cem Özdemir, der sich heute ja nicht parteipolitisch streiten möchte, zu Wort kommen lassen. Wenn ein Verschärfungsvorschlag den nächsten jagt, fragen Sie sich als Oppositionspartei, die bisher tatsächlich Angela Merkel an vielen Stellen unterstützt hat und ihr mehr Support und mehr Unterstützung und Hilfe entgegenbrachte, als das der eine oder andere Parteifreund tut. Haben Sie da auch die Frage, worin jetzt eigentlich der Plan besteht und wofür die Kanzlerin noch steht? Steht sie noch für diese Willkommenskultur oder steht sie für diese Beschränkungsvorschläge? Die Frage stelle ich mir, es nützt mir nur nichts. Okay. Wenn ich die ganze Debatte jetzt heute Abend hier bislang verfolge, dann höre ich Vorschläge, wie wir Flüchtlinge höhere Hürden machen können, damit sie nicht kommen. Nichts davon wird sich in Neukölln unmittelbar für sie auswirken, das haben wir jetzt ja gerade auch gehört. Wir haben aber noch keine Sekunde darüber gesprochen, warum diese Menschen sich eigentlich auf den Weg machen und was wir tun können, damit sie sich nicht mehr auf den Weg machen. Anstatt dass wir permanent neue Ideen uns einfallen lassen, Familienzusammenführung, Dublin-Verfahren, die an der Sache erstmal nichts ändern, sondern die Verfahren noch mehr in die Länge ziehen, sollten wir doch mal ein bisschen Grips, ein bisschen Zeit, ein bisschen Energie auf die Frage verschwenden. Darüber haben wir hier schon sehr ausführlich besprochen. Schauen Sie mal. Nur, weil ich einen Satz sagen darf. Im Sommer sind die Zahlen drastisch hochgegangen. Das war gleichzeitig die Zeit, wo in den Nachbarländern von Syrien, in Jordanien, im Libanon, in der Türkei die Lebensmittelrationen runtergegangen sind, weil das World Food Programm nicht anständig finanziert war. Mit einem Bruchteil des Geldes, das sie jetzt in Neukölln finanzieren müssen, hätten wir dafür sorgen können, dass die Menschen dort anständig versorgt werden würden, dann hätten die nicht kommen müssen. Darum kümmert also, man sich jetzt. Es hat die Wiener Konferenz gegeben. Das hilft tatsächlich. Man versucht, die Türkei zu überreden. Man versucht, sich jetzt mit Afrika zu verständigen. Frau Illner, und da muss man Frau Merkel kritisieren. Nicht bei der Frage, da teile ich nicht Ihre Meinung, Herr Schwennicke, dass sie damals mit verhindert hat, dass der Balkan zusammen in der Situation, das will ich ganz ehrlich sagen, hätte auch ein grüner Kanzler, ein sozialdemokratischer Kanzler oder eine Kanzlerin vermutlich nicht grundlegend anders entschieden. Wo ich aber Frau Merkel kritisiere, ist, als ihr die Regierung übernommen habt, 2005 von uns, da haben wir gesagt, die Türkei, die damals auf dem Reformweg war, Richtung Europa anbinden, eng anbinden. Frau Merkel hat sich für die Türkei nicht interessiert, hat die privilegierte Partnerschaft erfunden. Jetzt, wo die Türkei unter Erdogan auf dem falschen Weg ist, robbt sie dorthin und muss sich quasi dort betteln, damit Herr Erdogan die Flüchtlinge vom Leib hält. Man muss sich interessieren für die Nachbarschaft, dann passiert sowas auch nicht. Ich möchte gerne, sorry. Ich darf aber doch noch einen Punkt sagen, weil das geht ganz kreuz und quer. Es ist überhaupt gar kein Kurs geändert. Vom ersten Tag an war es die Politik der Union und die Politik der Kanzlerin zu sagen, wenn Menschen in Not sind, weisen wir sie nicht ab. Und wir wollen nicht, dass auf der Balkanroute das Chaos ausbricht, weil Zehntausende von Flüchtlingen hin und her geschoben werden. Und wir haben seit 20 Jahren als CDU/CSU immer gesagt, wir wollen aber auch, dass diejenigen, die nicht verfolgt sind, die aus einem Land kommen, das demokratisch ist, wie im ehemaligen Jugoslawien, unser Land wieder verlassen, denn das Asylrecht ist da, um Menschen in Not zu helfen. Und diese beiden Botschaften, die sagen wir den Menschen und das setzen wir auch um. Und wir sind erfolgreich, denn wir haben den Zustrom aus dem westlichen Balkan um über 100.000 Personen reduziert. Sie sind ja ein digital sehr versierter Mensch, wie ich weiß. Ich empfehle Ihnen nochmal auf YouTube oder auf anderen Kanälen, sich den Auftritt von Frau Merkel anzuschauen in Rostock, als sie die Begegnung mit dem palästinensischen Mädchen hatte, dass sie darauf angesprochen hat und gesagt hat, ich möchte auch gerne hier leben, wie die anderen Kinder, mit denen ich zusammen zur Schule gehe. Dass sie übrigens, das hat man gesehen, Angela Merkel sehr berührt hat, dieses Erlebnis mit diesem Moment, Herr Altmaier. Und da sagte sie wörtlich, das können wir jetzt auch nicht schaffen, all deine Landsleute, Tausende und Tausende hier in Deutschland aufzunehmen. 5 bis 6 Wochen später in der Bundespressekonferenz hier in Berlin hat sie wörtlich das glatte Gegenteil dessen gesagt, was sie dem Mädchen dort in Rostock gesagt hatte. Also da hat schon ein Wandel stattgefunden. Wir müssen an der Stelle und wollen an der Stelle einen Mann in diese Runde holen, der auch Basiserfahrung hat. Er ist Landrat in Erdingen und heißt Martin Beiersdörfer. Und in seinem Landkreis, Herr Beiersdörfer, ist ein
besonders großes Flüchtlingsheim errichtet worden. Einen schönen guten Abend erstmal. Wir zeigen noch ein paar Bilder davon. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hatte beschlossen, einen Teil des Erdinger Fliegerhorstes zu einer Art Warteraum Asyl zu machen, also zu einem großen Flüchtlingsheim. In 10 winterfesten Festzelten und 18 ehemaligen Flugzeugunterständen sind bis zu 5000 Flüchtlinge untergebracht. Die Unterbringung darf nicht länger als 3 Tage dauern. Danach sollen die Asylbewerber ins ganze Bundesgebiet verteilt werden. Herr Beiersdorfer, wie erfolgreich arbeiten Sie eigentlich mit dem Bund zusammen in Bezug auf Erding und das große Asylfangslager? Ja, die Zusammenarbeit ist hier relativ begrenzt, denn die Schwierigkeit ist ganz einfach, dass es verschiedene Themen gibt, die für einen Landkreis schlichtweg nicht zu bewerkstelligen sind. Und während uns anfangs gesagt wurde, es gibt keine unbegleitet minderjährigen Flüchtlinge, haben wir dann feststellen müssen, dass bis zu 69 am Wochenende anwesend waren. Und eigentlich müsste dann das Landratsamt hier tätig werden und eine Inobhutnahme durchführen, wenn junge Menschen, Kinder unterwegs sind, die eben hier ohne erkennbar mit Eltern oder Bekannten sich alleine sozusagen in diesem Camp befinden. Und eigentlich wäre es richtig, dass man vorher den Hebel ansetzt, nämlich da, wo sie aufgegriffen werden, dann nicht einfach in den Bus setzt, sondern in dem jeweiligen Landkreis diese Inobhutnahme durchführen lässt. Nur das Problem ist, in diesen Grenzlandkreisen haben sie auch schon bereits eine Überfüllung und die Kollegen wissen auch nicht mehr, wie sie das regeln sollen. Und so bleibt es bei uns. Und wir haben bisher uns geweigert, dass wir diese Inobhutnahmen durchführen. Weil sie es auch gar nicht können. Weil wir es nicht können. Wir haben weder das Personal dazu, noch haben wir die Räumlichkeiten dazu. Und es wird jetzt Stück für Stück besser. Das heißt, wir haben seit 1. November eine andere Rechtslage. Das ist dahingehend umgeändert worden, dass jetzt nur erkennbar Kinder, die eben tatsächlich ohne jeglichen Familienbezug hier alleine reisen, dann aufgenommen werden. Bisher war das ein einziger Fall, der auch hier mit einem sexuellen Missbrauch in Verbindung zu bringen ist. 5000 Menschen ist eine große Zahl. Wie klappt neben allem, was Sie jetzt geschildert haben und offensichtlich eben auch nicht einer richtigen Vorbereitung und Einbeziehung von Ihnen, wie klappt jetzt die Registrierung der Menschen, die da hinkommen? Ja, die klappt bedingt. Es gibt ja keine Vorschrift, dass sie registriert werden. Es sind im Übrigen noch nicht 5000, sondern es ist jetzt noch weiter im Aufbau. Momentan ist die maximale Kapazität bei 3100. Dabei kann es passieren, dass bis über 1000 täglich kommen, die ja dann maximal 2 Nächte bleiben sollen. Und es steht den Flüchtlingen frei, ob sie sich registrieren lassen. Und so eine Größenordnung unterschiedlich, 10-20% lassen sich nicht registrieren, weil sie der Meinung sind, aus welchen Gründen auch immer, dass sie ihre Identität nicht preisgeben. Und dann erfolgt die Weiterverteilung, ob registriert oder nicht. Und was kann man Ihrer Meinung nach dagegen tun, dass Flüchtlinge nicht bereit sind, sich melden zu wollen, sich registrieren zu lassen? Ja, meines Erachtens muss es dafür eine Vorgabe geben. Das Normalste von der Welt ist, wenn ich in ein anderes Land einreisen möchte, dann wird üblicherweise der Pass kontrolliert. Wenn ich keinen Pass habe, dann wird die Identität festgestellt. Und wenn das nicht an der Grenze passiert, dann muss es eben zum Beispiel ersatzweise genau hier in diesem Flüchtlingscamp erfolgen. Und es geht ja noch weiter. Nur ein Teil davon wird weiterverteilt. Die anderen machen sich selber auf den Weg. Und das Deutsche Rote Kreuz, das hier eben den Betrieb organisiert und dafür sorgt, dass alles funktioniert, oder auch nicht immer ganz vielleicht so, stellt halt fest, mit den aktuellen täglichen Zahlen, dass an einem Tag 1100, 1200 ungefähr kommen und dann 580 das Camp so verlassen und ungefähr die gleiche Summe noch mal ganz regulär. Das heißt, Sie wissen eigentlich gar nicht, wer in diesem Warteraum Asyl sitzt? Es gibt keine Übersicht? Wir wissen nicht, wo die herkommen, außer dass sie im Bus kommen. Wir wissen nicht, wer sie sind zum Teil. Wir wissen auch nicht, wo sie hingehen. Nun haben wir in der Runde schon darüber gesprochen, was die Politik nun vorhat. Es soll eine Begrenzung des Familiennachzuges geben. Es soll Dublin wieder eingeführt werden und die Einzelfallprüfung wieder eingeführt werden. Es soll diese Einreisezentren geben. Würde das, auch die Frage an Sie, etwas an der Situation ändern? Es wird sicherlich einen Teil davon ändern. Und man kann ja nicht einfach jetzt sagen, diese Maßnahmen, die überlegt worden sind, sofort zu verwerfen, sondern die haben sicherlich Sinn. Für mich geht es um ein paar Dinge auch noch mehr. Das ist natürlich vollkommen richtig, aber das ist nicht meine Zuständigkeit, dass man in diesen Krisengebieten für mehr Sicherheit sorgt, dass man dort die Lebensbedingungen verbessert, auch in der Umgebung dieser Länder versucht, Verbesserungen zu erreichen, damit die nicht unbedingt 10.000 Kilometer oder weiter weg, beispielsweise von Afghanistan, in die Bundesrepublik Deutschland kommen. Und das ist ja auch ein Stück weit nicht unbedingt das objektive Bild, das hier gemalt wird nach dem Motto ausschließlich Syrer. Wir haben eine Vielzahl von Nationalitäten, wir haben in Afrika einen sehr hohen Anteil. Und dabei natürlich auch die Situation, dass durchaus bei uns Fehlanreize geschaffen werden. Seit 1. März diesen Jahres können Sie aufgrund eines Bundesverfassungsgerichtsurteils eigentlich
nur noch die Geldleistung im Vordergrund sehen. Das heißt, diejenigen, die bisher das in Sachleistungen, vom Sachleistungsprinzip, das im Vordergrund stand, umgestellt haben auf Geldleistung, die machen es richtig und alle anderen müssten eigentlich wieder zurückkehren, müssten sagen, ja, das ist jetzt ein bisschen anders, jetzt machen wir wieder Sachleistungsprinzip. Das wäre meines Erachtens der richtige Weg. Wissen Sie, darf ich Ihnen ein Beispiel nennen? Wenn ich bei mir beim Landratsamt vom Büro aus runterschaue, im Eingangsbereich, dann sehen Sie beispielsweise von der Kasse erstens nicht nur Riesenschlange, sondern dass Einzelne rausgehen, das Geld, das sie ausbezahlt bekommen, haben sie auffächern, mit dem Handy ein Foto machen und das ist sicherlich nicht unbedingt nur genau da, sondern es wird den Freunden, den Bekannten weitervermittelt. Und damit Fehlanreize, die meines Erachtens falsch sind. Wer ist schuld an dieser Situation, glauben Sie? Ja, das Bundesamt für Migration hat diese Einrichtung, die hier betrieben wird, als Rechtsträger übernommen. Nicht der Landkreis Erding, sondern das Bundesamt für Migration, eine Bundesbehörde. Und rechtlich gesehen ist derjenige, der den Betrieb übernommen hat, das Deutsche Rote Kreuz. Und die weigern sich, dass sie diese Registrierung durchführen, Zwangsregistrierung. Wenn für Zwangsmaßnahmen, sagen die mir, stehen sie nicht zur Verfügung. Und da ist meines Erachtens klar und deutlich die Bundesregierung gefordert, dass sie hier eine Vorgabe entsprechend erlässt. Jeder wird registriert. Jeder wird hier aufgenommen, einschließlich Fingerabdrücke. Damit haben Sie zumindest mal den Teil fest, dass wir wissen, wer lebt in diesem Land. Wenn wir alle auch der Auffassung sind, Herr Beiersdorfer, dass es nicht diese eine goldene Regel, diese eine goldene Lösung geben wird für diese Situation, was erwarten Sie dennoch von Ihrer Bundesregierung? Ich erwarte mir von der Bundesregierung, dass in erster Linie eben genau tatsächlich festgestellt wird, wer lebt überhaupt da. Zweiter Punkt, dass wir Fehlanreize vermeiden, Sachleistungsprinzip wieder, auch bei den dezentralen Unterkünften bei den Landkreisen und nicht nur bei den Erstaufnahmeeinrichtungen, dass wir schnellere Verfahren bekommen für die Länder, wo es klar ist, dass die Aussicht auf Asyl schlichtweg nicht erfüllbar ist. Also Erweiterung dieser sicheren Drittstaatregelung, die ist ja bereits auch gerade, wenn es um die drei Länder geht, im Westbalkan mit Erfolg, ein erster Schritt, dass wir weiterhin Rückführungsabkommen bekommen mit afrikanischen Ländern, dass diese dann auch zurückkehren können. Denn die Situation ist relativ einfach für eine Ausländerbehörde. Haben Sie die Situation, wie er keinen Pass hat, hat damit keine gültigen Ausreise- und Einreisedokumente. Und muss also bleiben. Und kann bleiben. Das wird ja durchaus auch in Verbindung zu sehen sein mit jemandem, der sich nicht registrieren lässt. Und wenn er dann keinen Pass auch nachher nicht hat und selber nicht mitwirkt, dann können Sie in den allermeisten afrikanischen Ländern, im Übrigen auch nicht im Irak, nicht in Afghanistan, nicht in Indien, nicht in Pakistan, einfach zurückgeschoben werden. Dann bleiben Sie in der Bundesrepublik Deutschland. Sie bekommen keinen offiziellen Aufenthaltsstatus, aber Sie werden geduldet. Und da ist für mich eine klare Maßnahme, nämlich auch, wer nicht mitwirkt bei Feststellung seiner Identität, kann nicht erwarten, dass er in diesem Land deswegen sich frei bewegen darf. Und das heißt freiheitsentziehende Maßnahmen. Herr Beiersdorfer, toll, dass Sie heute bei uns sind. Bitte kommen Sie mit in die Runde. Herr Altmaier, wenn ein Landrat nicht nur in die Vorbereitung eines solchen Auffangcamps einbezogen war, sondern wenn er das beklagt, was Herr Beiersdorfer beklagt, wo würden Sie jetzt eigentlich anfangen, ihm zu helfen? Wir sind schon mitten dabei. Wir haben ein Gesetz beschlossen, das in Kraft getreten ist. Das sagt, in den Erstaufnahmeeinrichtungen nur Sachleistungen, bis die Fälle entschieden sind. Wenn jemand, der ausreisepflichtig ist, nicht zurückkehrt, verliert er den Leistungsanspruch komplett. Wir haben letzte Woche beschlossen, mit Horst Seehofer, Sigmar Gabriel, der Bundeskanzlerin, dass wir niemandem mehr die Möglichkeit geben, einen Asylantrag zu stellen und Leistungen zu erhalten, wenn er nicht vorher bereit ist, sich registrieren zu lassen. Also die Vorschläge aus der Praxis werden umgesetzt. Wir haben seit Mitte des Jahres in mehreren großen Gesetzespaketen und Veränderungen dafür gesorgt, dass wir mit diesem Problem besser zurechtkommen. Es wäre vielleicht sinnvoll gewesen, es vielleicht schon ein halbes Jahr früher oder ein Jahr früher zu machen, aber ich habe im letzten Jahr mit der Partei von Herrn Özdemir und dem Kollegen Kretschmann eine ganze Sommerpause lang verhandelt, dass es möglich war, wenigstens drei jugoslawische ehemalige Länder zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. Herr Kretschmann hat dann das Herz über die Hürde geworfen, das war sehr verdienstvoll, aber wir haben dann noch mal ein Jahr gebraucht, um die anderen drei Länder zu sicheren Herkunftsländern zu machen. Und deshalb sage ich, wir müssen uns gemeinsam auch an die Brust fassen und sagen, wir dürfen nicht immer ein Jahr warten, bis wir das umsetzen, was die Praktiker uns sagen und was in der Sache richtig ist. Das Bundesamt in Nürnberg ist, wie Herr Landrat gerade gesagt hat, kein Landesamt, es ist ein Bundesamt. Und der Krieg in Syrien, den gibt es nicht erst seit gestern. Die Weltkarte, den gibt es schon eine Weile so, wie sie ist. Also so ein bisschen mal sich mit der Welt beschäftigen, eine gewisse Vorahnung, wohin die Reise gehen könnte und dann vielleicht auch die Stellen schaffen, damit die Verfahren schnell abgearbeitet werden. Hätte vielleicht auch
bisschen geholfen. Es sind mehr als 1000 Entscheider bei der Arbeit. Jetzt. Worauf ich ja nur hinaus will, ist, dass wir alle Lernfortschritte machen müssen und dass es bei der alle Grünen Partei so war, dass bei dem Kompromiss im letzten Jahr nur Herr Kretschmann bereit war, zuzustimmen. Nicht. Und sechs alle Länder anderen haben zugestimmt. Das war bei dem zweiten Länder, Kompromiss. Sechs der Kompromiss letztes Jahr im September, sichere Herkunftsländer, das waren nur Streit, die Baden-Württemberger und sonst vermeiden wollten. Wenn Sie einverstanden sind, wandern wir auf die geografisch linke Seite. Herr Schwennecke, es sind Einschnitte beschlossen worden, ein härteres Asylverfahren, diese Einreisezentren. Es soll der Familiennachzug eingeschränkt werden. Was wird das de facto an den Zuwanderungszahlen ändern und warum ist die Basis nicht zufrieden? Ich glaube, dass diese Signale ankommen werden. Ich glaube, dass ein Gutteil auch deshalb ausgesandt wird, dass über die Handys, über die Smartphones signalisiert wird in die Herkunftsländer, ganz so wird es nicht bleiben, wie es im Moment ist. Und dass von vielen Beteiligten durchaus das auch gewollt ist, als politisches Signal ausgesandt zu werden. Welche Maßnahme sich jetzt unmittelbar wie auswirken wird und auswirken kann, kann ich Ihnen nicht sagen. Das kann Ihnen mit Sicherheit auch Peter Altmaier nicht sagen, weil wir reden dann über die Zukunft und das wird sich dann erweisen müssen. Es sind ja auch teilweise Vorschläge, die gerade noch die Großlösung sein sollten, ganz schnell wieder weg gewesen, wie die Transitzonen beispielsweise. Das war plötzlich das Allheilmittel und dann waren sie weg. Na gut, das ist natürlich ein großer Unterschied, ob Sie das Einreisezentrum im Land machen oder an der oder ob das exterritorial ist. Das ist der entscheidende Unterschied daran. Aber weg waren sie wieder, die Transitzonen. Weil sie in der Koalition so ausverhandelt wurden, Frau Giffey, wir fragen jetzt die nächste Praktikerin. Kommen Sie überhaupt in Neukölln dazu, abzuschieben? Jetzt möchte die Berliner Regierung, dass wir die Asylverfahren beschleunigen und das wirklich abgeschoben wird. Kommen Sie dazu? Haben Sie Leute dafür? Also generell ist es ja keine bezirksspezifische Frage, sondern Nein. Das betrifft das natürlich das ganze Land. Und ich sag mal, wir konzentrieren uns immer auf die strenge Regulierung und auf das Abschieben. Letztendlich, wir haben eine Situation, wo die Mehrheit der Leute, die im Moment bei uns ankommen, wirklich aus Syrien kommen, die wirklich aus Kriegsgebieten kommen, die auch ein Recht haben, hier zu bleiben. Die echten Balkanflüchtlinge, ja, die praktisch hier kein Bleiberecht haben. Das hat sich doch reduziert in der letzten Zeit. Und es ist so, wenn Sie sehen, dass sich da Frauen, Familien mit kleinen Kindern, mit Babys, ohne irgendwas auf den Weg machen, das machen die doch nicht, weil sie hier ein Tagesgeld kriegen. Also, ich sag mal, ich bin heute gerade noch mal in unserer Einrichtung der Neuen gewesen für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Da sind 14- bis 17-jährige Jungs, die sind alleine, haben sich auf den Weg gemacht. Die kriegen ein Tagesgeld von 1 Euro und damit können sie dann so richtig hier einen drauf machen. Und die haben nur eine einzige Frage. Wann ist mein Termin bei der Registrierung? Und der eine sagte mir dann, der ist erst im April. Was mache ich denn so lange? Ich will doch was machen. I need family. Ja? Die erzählen ihnen natürlich, die sind alleine los und hoffen natürlich, dass sie Mama, Papa, Geschwister herholen können. Und es ist auch etwas ganz Natürliches. Und die Frage muss man ja stellen, will ich ganz viele junge Männer, die alleine sind, sind mir die lieber, als wenn ich 100 Familien hier habe oder auch mehr Familien? Das ist ja die Frage. Nur die Frage ist eben, was machen Menschen, wenn sie in dieser Not sind, wenn sie vor Krieg und Tod flüchten und wenn sie dann versuchen wollen, ihre Familien nachzuholen? Sie werden alles unternehmen. Und wenn wir so eine rigorose Regelung finden, dann werden andere wieder versuchen, daraus Geschäftsmodelle zu entwickeln. Ja. Es wird wieder mehr Schlepper geben, die sagen, die werden, übers Mittelmeer kommen, die werden andere Wege finden. Ja. Und wir können doch, und das ist doch die ganze Debatte um die Begrenzung, wie wollen wir es denn praktisch machen? Eben. Wollen wir eine Mauer um Deutschland herumbauen? Wollen wir wieder zu Zeiten zurückkommen, wie als Deutschland noch geteilt war? Das ist für mich eine unvorstellbare Vorstellung. Also wir müssen doch einen Weg finden, der dieses geeinte Deutschland, dieses geeinte Europa auch so gestaltet, dass das weiter erhalten bleibt. Und das ist doch die entscheidende Herausforderung für die Zukunft auch. Jetzt haben wir vorhin schon darüber gesprochen, Herr Korte, dass die Schweden, das zweite generöse Land in Europa, gerade beschlossen haben, Grenzkontrollen auch einzuführen. Wird irgendwann der Punkt kommen, wo die Kanzlerin sagen muss, wir schaffen das nicht? Und wäre das ein Offenbarungseid oder würde es ihr in der Situation sogar helfen, weil sie dann in der apostrophierten Realität angekommen wäre? Nein, wenn sie, wir schaffen das nicht, sagt, dann kann sie auch zurücktreten. Sie muss dazu stehen, aus dieser humanitären Geste auch Politik zu machen. Und sie steht auch biografisch dafür. Sie wird sich allem widersetzen, was nach Draht, nach Stacheldraht, nach Mauern aussieht. Das ist als Freiheitspatriotin, die erfahren hat, wie Freiheit auf das Leben sich auswirkt, gar nicht anders machbar. Da kann sie gar nicht anders. Aber die Politik muss aus dem Katastrophenmodus raus, muss dahin kommen, zu sagen, wir brauchen eine Politik für eine Einwanderungsgesellschaft. Das ist nämlich etwas anderes in einer konzertierten Aktion. Und wie nach der Weltfinanzkrise
lernen. Politik muss lernbereit sein. Davon, es gab auch keinen Masterplan, wie man die Weltfinanzkrise irgendwie einhegt, so wie es jetzt es nicht gibt. Wenn Menschen sich in Bewegung setzen, kann man sie nicht aufhalten. Also brauchen wir eine konzertierte Aktion, viele, die mitdenken, und Versuch und Irrtum. Irgendwas wird funktionieren. Und geht es genau, Herr Özdemir, um dieses Signal, von dem vorhin Herr Schwenicke und Herr Beiersdorfer sprachen, ein anderes Signal an die Flüchtlinge auszusetzen, das woher auch immer kommt und mit welcher Lösung im Hintergrund, dann dem Flüchtling suggeriert, dass er besser zu Hause bleibt oder in einem anderen Land bleibt? Wir wollen ja jetzt dann wieder rückführen. Also wir reden über Dublin, über die Einzelfallprüfung. Wohin führen wir dann eigentlich wieder zurück? Sucht die Politik gerade nach dem großen Signal, das ein Gegensignal ist zu der Kanzlerin, die die Flüchtlinge umarmt? Nein, ich glaube, das haben Sie sehr beeindruckend geschildert. Leute, die vom Krieg fliehen, denen die Bomben um die Ohren fliegen, die das Leben ihrer Kinder, das eigene Leben retten wollen, die schauen nicht danach, wie die Einreisebedingungen hier sind. Die würden, jeder von uns würde das genauso machen. Die wollen versuchen, das Leben ihrer Liebsten zu retten. Was anders ist es, Leute, die aus ökonomischen Gründen, weil sie sich eine Verbesserung ihres Lebens erhoffen, übrigens auch ein legitimes Motiv, aber denen müssen wir sagen, das geht jetzt nicht. Da haben wir jetzt gerade... Das kann jetzt nicht unsere Priorität sein, weil es jetzt Menschen gibt, bei denen es nur ums Leben geht. So, und das, da stimme ich, da bin ich ganz bei der Kanzlerin, das können wir nicht reglementieren. Wir können es aber auch nicht alleine leisten mit den Schweden zusammen. Also brauchen wir europäische Solidarität. Es kann nicht sein, dass einzelne Mitgliedsländer der Europäischen Union dann, wenn es darum geht, Strukturmittel in Anspruch zu nehmen, Europäer sind. Aber dann, wenn es darum geht, einen der Wesensbestandteile Europas ebenfalls einzulösen, den Gedanken der europäischen Solidarität in die Luft schauen. Und das muss wirklich werden. Es hilft auch nicht. Es hilft auch nicht, immer wieder die Frage zu stellen, schaffen wir das oder schaffen wir das nicht? Die Menschen sind hier, wir müssen es schaffen. Und wir können. Und deshalb glaube ich nach wie vor. Wie schaffen wir das, Herr Altmaier? Kleine Sekunde. Es kommt immer erst eine Frage in dieser schönen Sendung und dann dürfen wir Sie was antworten. Weil, welche Signale, Signale sendet die Bundesregierung aus? Viele Flüchtlinge, Zitat, die gehofft hatten, ihre Familien, Frau Giffey sagte es gerade, wenigstens ihre Ehefrauen, hierher holen zu können, haben nun große Sorge. Einer von diesen Flüchtlingen ist Ferras, ein 23-jähriger Syrer, der schon in unserer Sendung war und in dieser unserer Sendung auf Peter Altmaier traf. Er floh aus Aleppo und seine Frau hat sich nun gleichermaßen nach ihm von Aleppo weg auf den Weg gemacht. Sie ist jetzt in kurdischem Gebiet und Ferras stellt Ihnen eine konkrete Frage, Herr Altmaier. Er sagt, meine Frau weint jeden Tag, weil Sie Ihre Politik verändert haben. Warum riskieren Sie Ihr Leben? Warum stoppen Sie den Familiennachzug? Was antworten Sie ihm? Dass es so nicht ist. Wir sind uns alle einig, dass jemand, der wirklich ein Flüchtling ist, der Asylanspruch hat oder unter die Flüchtlingskonvention fällt, der hat einen Anspruch auf Familiennachzug. Der ist nur nicht in jedem Fall sofort einzulösen, weil die Leute erst anerkannt sein müssen und weil es so viele Fälle gibt, dass die Bearbeitung überall in Neukölln und anderswo lange dauert. Und deshalb müssen wir diese Menschen auch um Geduld bitten. Aber Flüchtlinge wie Ferras, wenn er aus Aleppo kommt, die werden zu 95% anerkannt nach der Flüchtlingskonvention. Es geht darum, um den Familiennachzug. Es geht, ja, und da ist der Familiennachzug unbestritten. Okay. Es geht um die Menschen, die aus einem Land, die keinen Asylanspruch haben, die keine Flüchtlinge sind, aber einen subsidiären Schutz bekommen, weil man sie nirgendwohin zurückschicken kann, weil das Land, woher sie kommen, sie zum Beispiel nicht wieder aufnimmt. Und in diesen Fällen wollen wir den Familiennachzug aussetzen. Und das betrifft aber nicht diejenigen, die vor Herrn Assad geflohen sind, vor dem IS geflohen sind. Das ist in der ganzen Diskussion untergegangen. Aber es ist ganz wichtig, dass man auch den Menschen, die betroffen sind, sagt, wenn sie ein Flüchtling sind, dann haben sie auch Recht auf Familiennachzug. Nur Herr de Maizière hat das Gegenteil gesagt. Nein, das wollte ich gerade nochmal. Umso wichtiger ist Ihr Satz heute, damit man jetzt auch in den verschiedenen Tagen nicht durcheinander kommt. Er hat ja explizit gesagt, es soll nur das eine Jahr und der subsidiäre Schutz, also der für ein Jahr ohne Familiennachzug gelten. Hat er recht oder haben Sie recht? Wenn es Menschen sind, die nicht als Flüchtlinge anerkannt werden. Es war in der Vergangenheit so, dass man bei jedem, der syrischer Nationalität war, geprüft hat. Kommt er aus Syrien direkt, dann wurde er anerkannt. Das war überhaupt kein Thema. Wenn er aber zum Beispiel ein Syrer, der aus einem der umliegenden Länder, wo er jahrelang in Jordanien, Libanon, Ägypten gelebt hat, wo ihm keine Verfolgung droht gekommen ist, dann wurde er nicht als Flüchtling anerkannt, weil er nämlich nicht vor Verfolgung geflohen ist, sondern weil er nach Deutschland kommen wollte. Und ich finde, das ist in der Sache auch gut begründbar. Wir wollen unseren Schutz auf diejenigen konzentrieren, die ihn verdient haben. Und ich habe Ferras getroffen hier in dieser Sendung. Und er hat einen sehr kompetenten und einen auch sehr verständlichen Eindruck vermittelt, wie es ihm ergangen ist. Und wenn er aus Aleppo geflohen ist, dann wird er auch als Flüchtling anerkannt werden. Und zwar auch nach der neuen Methode, wie Thomas de Maizière sie vorgeschlagen hat. Herr Schwenicke, mal unabhängig davon, wie schnell sich das jetzt umsetzen lässt,
Einzelverfahren, Prüfverfahren. Wir warten immer noch auf die 1000 zusätzlichen Mitarbeiter, die im BAMF, im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, helfen sollen. Der Personalrat soll auch einen ziemlich flammenden, offenen Brief geschrieben hat, um genau auf diese Missstände auch hinzuweisen. Übrigens. Aufmerksam gemacht hat. Wie schnell wird das etwas? Nochmal, immer wieder die Frage, wie schnell wird das etwas an dieser Zahl und an der Situation ändern? Wenn wir jetzt sagen, wir schieben die Menschen dahin wieder zurück, wenn sie denn aus einigermaßen sicheren Ländern kämen. Die Verfahren, diese Übernahmeverfahren dauern 6 Monate. Man muss ihn kennen und man muss ihn prüfen. Wie glauben Sie und wann werden wir an unsere Grenzen stoßen? Ich glaube, dass wir schon an diesen Grenzen sind. Und ich bewundere alle, die anpacken. Und Frau Giffey hat uns ja auch geschildert, wie es zugeht. Und ich erlebe das im privaten Zusammenhang ja auch, dass meine Frau arbeitet für die Caritas, hat mit dem Lageso hier zu tun in Berlin. Also das ist beeindruckend, was für eine Hilfsbereitschaft auch Ehrenamtliche und auch Privatleute da an den Tag legen und da sich wirklich reinhängen. Trotzdem glaube ich, dass die Grenze tatsächlich im Moment die Kapazitätsgrenze erreicht ist. Frau Giffey, Sie haben ja selber auch gesagt, die Leute fragen sich dann, ja okay, wir geben jetzt diese Turnhalle, wir geben diese, was weiß ich im Moment. Ja, aber es wird ja weitergehen, es wird weitergehen. Aber die Frage, irgendwann mal einsetzen. Ja, natürlich. Das kann ja nicht sein. Aber wissen Sie, das, was in den Notunterkünften ankommt, ist ja auch gar nicht das Bild der Realität. Aber, wir haben ja sehr, sehr viele Menschen, die nehmen auch andere auf, gerade in den Stadtteilen, in den Städten, wo große arabische Bevölkerungsanteile sind. Da passiert ganz viel noch jenseits der Statistik. Und was im Moment fehlt, ist der Überblick darüber. Wir haben im Landkreis Erding neben diesem großen Lager 1200 Flüchtlinge untergebracht. Ich musste bisher keine Turnhalle in Beschlag nehmen, weil die Unterstützung aus der Bevölkerung riesig war, weil wir Privatwohnungen und Häuser anbieten konnten. Aber das ist nur der eine Teil der Wahrheit. Der zweite Teil ist, dass wir in einer Größenordnung freiwillige Ehrenamtliche, die ja hauptberuflich auch was zu tun haben, ihre Freizeit einsetzen und die sind an der Grenze, da ist es da. Das geht nicht mehr. Und Sie können darüber diskutieren, wie groß ist das Elend in der Welt und wo müssen wir unbedingt helfen, aber Sie können keine Antwort dahingehend dann präsentieren nach dem Motto, wir schaffen das und wir machen weiter. Wir müssen die ja anständig unterbringen, wir müssen sie anständig versorgen und das ist ja auch natürlich der Anspruch, dass wir die entsprechend gut unterbringen und mit der Betreuung auch versehen. Und Sie können bei den Freiwilligen, bei den Ehrenamtlichen, die Hauptamtlichen, die sind auch an der Leistungsgrenze. Bei mir im Landratsamt habe ich alleine 27 Personen, die nur mit dem beschäftigt sind, Vollzeitstellen, die nur mit dem beschäftigt sind, dass wir die Unterbringung organisieren, dass wir Sozialpädagogen mit Asyl- und Sozialberatung gewährleisten, dass wir Hausmeister organisieren und dass wir aber gleichzeitig bei den Ehrenamtlichen auch keine Möglichkeit mehr haben. Herr Özdemir, jetzt schätzt die EU, dass im nächsten Jahr wenigstens 3 Millionen Flüchtlinge kommen. Wagen Sie eine Prognose, in welches Land in Europa die am liebsten wollen? 2,9 Millionen nach Deutschland wahrscheinlich. Naja, also Schweden hat pro Kopf deutlich mehr, aber das macht jetzt, glaube ich, auch keinen Sinn, Herr Landrat, wenn wir jetzt auf dem Level diskutieren. Die müssen an der europäischen Grenze registriert werden, sie müssen erfasst werden, wir müssen wissen, wer da kommt, sie müssen dort untersucht werden und dann muss es dort Hotspots geben und am Ende, die Hotspots werden Griechenland, Italien nur akzeptieren, wenn es dann anschließend einen Verteilmechanismus gibt. Jetzt will ich aber auch mal was zur Ehrlichkeit sagen. Wir fordern von denen Solidarität an, ich vorher auch, als vor einigen Jahren die Italiener und die Griechen auf uns gekommen sind und gesagt haben, wir brauchen Hilfe, wir sind überfordert. Da haben wir denen auch die kalte Schulter gezeigt. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Funktioniert eigentlich Dublin noch, Herr Schwennecke, wenn wir das jetzt immer so hochhalten und sagen, wir wollen zurückführen in die sicheren Herkunftsstaaten auch innerhalb Europas? Wollen wir tatsächlich nach Kroatien und Slowenien Menschen zurückschicken? Naja, das erste Problem ist ja, dass wir mit dem Dublin-Verfahren uns jahrelang, wenn wir ehrlich sind, einen schlanken Fuß gemacht haben. Dadurch, dass Deutschland keine Außengrenze hat, die davon wirklich betroffen ist, außer jemand also wäre über die Ostsee geschwommen. Neues Dublin. Ja, also Dublin. Oder man kommt im Flugzeug. Also, ich kann mir das nicht vorstellen, dass es wirklich wieder in Kraft gesetzt wird. Es ist ohnehin eine unfaire Regelung den Anrainerstaaten gegenüber. Das muss man aus deutscher Sicht fairerweise sagen. Also wird es da zu einer Änderung kommen. Was mich nur wundert, Dublin ist nie außer Kraft einmal gesetzt tot, worden. Einmal nicht es tot, nur weil wir Herrn Schwennecke zu Ende reden lassen. Entschuldigung, ja. Einmal kurz zu Ende sagen. Naja, also was war es dann, was wir jetzt gelesen haben, dass Ende August, was ist dann die korrekte Formulierung, Herr Altmaier? Dann helfen Sie mir bitte weiter. Was ist dann damit mit Dublin? gemacht worden? Das Bundesamt für Migration hat im August beschlossen, keine Flüchtlinge nach Ungarn zurückzuschicken. Ja. Das sieht Dublin auch vor. Das ist das sogenannte Selbsteintrittsrecht. Und jetzt hat man gesagt, das machen wir nicht mehr, aber mit Griechenland. Ja, aber das ist doch, mit wo Griechenland ist jetzt hat der Bundesinnenminister erklärt, werden weiterhin keine Flüchtlinge zurückgeschickt, weil Griechenland im Augenblick nicht imstande ist, die ordentlich aber und menschenwürdig zu behandeln. Ja, und deshalb weiter ist es auch unser Ziel, dass wir in Griechenland die Voraussetzungen dafür schaffen, durch deutsche und europäische Hilfe, dass Griechenland seinen Verpflichtungen
Anforderungen gerecht werden kann. Wir können ja nicht aber weiter die Menschen eben in den Süden Europas schicken. Deshalb kämpfen alle um eine Quote, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Deshalb wollen wir also auch einen neuen Verteilungsplan und eine neue Solidarität in Europa. Und ich versuche es mal zusammenzufassen. Wir wollen auch eine Perspektive, dass die Menschen in ihrer Region bleiben können, dass sie ordentlich versorgt werden, dass die Kinder in die Schule gehen können, dass die Menschen eine Arbeitserlaubnis haben. Denn niemand verlässt seine Heimatregion leichten Herzens. Und deshalb müssen wir den Menschen vor Ort eine Perspektive bieten. Das wird keine Waffen mehr nach Saudi-Arabien liefern. Das wäre auch toll, richtig. Nochmal die Frage. Wir wissen nicht, was dieser bunte Kaleidoskop an Begrenzungsmaßnahmen bringen wird und welcher von denen am Ende funktionieren wird. Was macht das in der Zwischenzeit mit diesem Land? Es kommen Landtagswahlen. Nochmal eine schnöde politische Frage. Es kommen Landtagswahlen und Sie wagen eine Prognose, wie hoch die AfD da rutschen wird? Wer die Themen der AfD stark macht, wird die AfD nicht nur parlamentarisieren, sondern sie wird auch dazu dann am Ende Regierungsbündnisse verändern. Mhm. Insofern, wer rechte Themen und Rechtspopulismus stark macht, fördert die Menschen, die am Ende das Original wählen und nicht die Mitte. Die Qualität der Demokratie wird sich an den nächsten Wahlen beweisen. Und die Mitteparteien sind deshalb aufgefordert, die Sorgen und Ängste der Bürger in der Mitte ernst zu nehmen. Mhm. Kämen mit Sigmar Gabriel als Kanzler weniger Flüchtlinge nach Deutschland, Frau Giffey? Ich glaube nicht, dass man die aktuelle Entwicklung an den Kandidaten fürs Kanzleramt festmachen kann. Die ist begründet in den Krisengebieten dieser Welt. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und natürlich ist die Frage, wie viel schaffen wir? Aber im Moment haben wir vor Ort einfach das Thema, die Menschen sind da und wir müssen mal wegkommen von Phase 1, das heißt Notreaktion, Essenversorgung und Pritsche, hin zu Phase 2. Integration. Und Bildung natürlich und so schnell wie möglich die Kinder in die Schule und den Menschen eine Perspektive. Und da reicht es nicht, einfach nur Aufbewahrung und Besorgungen machen, sondern die Leute müssen selber befähigt werden, auch für sich zu sorgen. Aber wenn ich dann in so einer Unterkunft bin und die Lebensmittelvorschriften so sind, dass die Jugendlichen eben den Caterer bekommen, aber nicht selber kochen, dann muss man dann nochmal genauer auch in der Praxis hingucken. Da fängt es natürlich an. Wie befähigt man Menschen eigentlich, dann auch selber einen Beitrag zu leisten? Und nur dann, wenn diejenigen, die hierher kommen, selber ihren Beitrag leisten, dann werden die Leute das auch akzeptieren, wenn nämlich sie zum Wohlstand dieses Landes auch beitragen können. Und das wird die Voraussetzung sein, dass wir das auch in den nächsten Jahren hoffentlich planvoll und hoffentlich gemeinsam unter Berücksichtigung einer besonderen Ausstattung auch der Kommunen auch wirklich schaffen können. Nehmen wir dieses doch mal als Schlusswort mit Ihrer aller Einverständnis. Peter Altmaier, liebe Zuschauer, steht Ihnen für all Ihre Fragen noch im Netz zur Verfügung für die nächsten 30 Minuten und ich spreche jetzt ein bisschen schneller. Markus Lanz hat heute unter anderem Guido Westerwelle und seinen Ehemann Michael Mronz zu Gast. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen. Echte Arbeit geleistet, wenigstens haben wir es versucht. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn Sie mögen. Bleiben Sie heiter irgendwie. Deutlich schwächer. Da muss sie kämpfen. Das wird sie machen, aber bislang musste sie das nicht. Wir können uns an den Sommer, Frühsommer noch erinnern. Da gab es einen Ministerpräsidenten in der SPD, der vorgeschlagen hatte, dass die SPD gar keinen Kanzlerkandidaten mehr aufstellt, gegen Frau Merkel. So hoch war sie gestiegen. Insofern ist es wichtig, dass wir in einer Demokratie sie runterholen und in die Diskussion mit ihr einsteigen. Christa Schwennecke, nun ist ausgerechnet gestern von Wolfgang Schäuble, der eben an der Seite von de Maizière steht, gesagt worden, dass diese Flüchtlingskrise zu vergleichen sei mit einer Lawine, die von einem unvorsichtigen Skifahrer ausgelöst wurde. Meinte Angela Merkel? Ja, also es wurde sich ja heute reichlich darüber aufgeregt, über seine Metapher, über das Bild von der Lawine, wie angemessen oder nicht angemessen dieses Wort ist, wenn es sich um viele notleidende Menschen oder Menschen auf der Flucht handelt. Das Entscheidende tatsächlich an diesem Zitat ist aber nicht die Lawine, sondern die Nennung des unvorsichtigen Skifahrers. Jeder, der ein bisschen Skifährt, weiß, wenn du in den Tiefschneehang reinfährst, musst du aufpassen, dass du die Lawine nicht auslöst. Und es ist für mich ganz klar, dass er damit eine Skifahrerin gemeint hat. Denn ein Teil dessen, was wir gerade erleben, hat Angela Merkel mit ihrer Politik, mit ihrer einladenden Politik einfach ausgelöst, auf jeden Fall verstärkt, dass die Flüchtlingszahlen bis zu dem Zeitpunkt, wo sie sich so geäußert hat, etwa bei 400.000 lagen und jetzt noch mal 400.000 draufgekommen sind, belegt das in meinen Augen. Also ja, er hat da Angela Merkel gemeint mit dieser Skifahrerin. Und übrigens, gestern gab es ein Interview von Donald Tusk im Berliner Tagesspiegel, das ich noch mal sehr zur Lektüre empfehle. Denn auch da, wenn man mal den diplomatischen Plüsch weglässt, den er da dran gemacht hat, dann hat er auch klipp und klar gesagt, Frau Merkel würde das heute so auch nicht mehr sagen. Ja. Und helfen Sie uns noch mal bei der Interpretation dieses Bildes. Heißt das ganz konkret, Frau Merkel hat Fehler gemacht und andere müssen das jetzt korrigieren? Ja, so verstehe ich das. Also jedenfalls, soweit man das im Moment korrigieren kann. Denn das Bild der Lawine hat er deswegen benutzt, weil er sagt, da ist etwas Unkontrollierbares, etwas Unkontrolliertes in Gang gekommen. Und wir müssen die Kontrolle wiedergewinnen. Es gibt ja ein Zitat von Angela Merkel, das mir nicht aus dem Kopf geht, das sie vor etwa 6 Wochen geäußert hat, als sie sagte, es liegt nicht in unserer Macht, wie viele Menschen nach Deutschland kommen. Das ist ein Offenbarungseid. Das ist der
das Zugeständnis eines Kontrollverlustes. Und dahinter möchte ich schon ganz kurz, dahinter möchte jemand wie Wolfgang Schäuble zurückkommen. Er möchte ein Stück weit die Kontrolle darüber wieder gewinnen. Zurückbekommen. Und jetzt müssen Sie uns erklären, Herr Altmaier, warum mischt sich Wolfgang Schäuble eigentlich in diese Debatte ein? Was hat er als Finanzminister für einen Grund, sich in dieser Form gegen seine Kanzlerin zu stellen? Erst einmal, ich weiß gar nicht, ob die spitzfindigen Interpretationen des Kollegen Schwennicke das sind, was Herr Kollege Schäuble gemeint hat. Ich glaube auch, dass es auch nicht lohnt, darüber den ganzen Abend zu diskutieren, weil die Menschen, die heute Abend zuschauen, die wollen von uns wissen, wie wir es schaffen, dass die Flüchtlinge Deutsch lernen, dass sie in Arbeit kommen, dass wir auch den Zustrom reduzieren. So, und der zweite Punkt ist, Angela Merkel hat in den letzten 10 Jahren sehr viele schwierige Entscheidungen für Deutschland getroffen. Denken Sie an die Euro-Krise, denken Sie an die Ukraine, denken Sie an viele... Zeugt, dass alles funktioniert, oder auch nicht immer ganz vielleicht so, stellt heute fest, mit den aktuellen täglichen Zahlen, dass an einem Tag 1100, 1200 ungefähr kommen und dann 580 das Camp so verlassen und ungefähr die gleiche Summe noch mal ganz regulär. Sie wissen eigentlich gar nicht, wer in diesem Warteraum Asyl sitzt. Es gibt keine Übersicht. Wir wissen nicht, wo die herkommen, außer dass sie im Bus kommen. Mhm. Wir wissen nicht, wer sie sind zum Teil. Wir wissen auch nicht, wo sie hingehen. Nun haben wir in der Runde schon darüber gesprochen, was die Politik nun vorhat. Es soll eine Begrenzung des Familiennachzuges geben. Es soll Dublin wieder eingeführt werden und die Einzelfallprüfung wieder eingeführt werden. Es soll diese Einreisezentren geben. Würde das, auch die Frage an Sie, etwas an der Situation ändern? Es wird sicherlich einen Teil davon ändern und man kann ja nicht einfach jetzt sagen, diese Maßnahmen, die überlegt worden sind, sofort zu verwerfen, sondern die haben sicherlich Sinn. Für mich geht es um ein paar Dinge auch noch mehr. Das ist natürlich vollkommen richtig, aber das ist nicht meine Zuständigkeit, dass man in diesen Krisengebieten für mehr Sicherheit sorgt, dass man dort die Lebensbedingungen verbessert, auch in der Umgebung dieser Länder versucht, Verbesserungen zu erreichen, damit die nicht unbedingt 10.000 Kilometer oder weiter weg, beispielsweise von Afghanistan, in die Bundesrepublik Deutschland kommen. Und das ist ja auch ein Stück weit nicht unbedingt das objektive Bild, das hier gemalt wird nach dem Motto ausschließlich Syrer. Wir haben eine Vielzahl von Nationalitäten, wir haben in Afrika einen sehr hohen Anteil. Und dabei natürlich auch die Situation, dass durchaus bei uns Fehlanreize geschaffen werden. Seit 1. März diesen Jahres können Sie aufgrund eines Bundesverfassungsgerichtsurteils eigentlich nur noch die Geldleistung im Vordergrund sehen. Das heißt, diejenigen, die bisher das in Sachleistungen, vom Sachleistungsprinzip, das im Vordergrund stand, umgestellt haben auf Geldleistung, die machen es richtig und alle anderen müssten eigentlich wieder zurückkehren, müssten sagen, ja, das ist jetzt ein bisschen anders, jetzt machen wir wieder Sachleistungsprinzip. Das wäre meines Erachtens der richtige Weg. Wissen Sie, darf ich Ihnen ein Beispiel nennen? Wenn ich bei mir beim Landratsamt vom Büro aus runterschaue, im Eingangsbereich, dann sehen Sie beispielsweise von der Kasse erstens nicht nur Riesenschlange, sondern dass Einzelne rausgehen, das Geld, das sie ausbezahlt bekommen, haben so auffächern, mit dem Handy ein Foto machen. Und das ist sicherlich nicht unbedingt nur genau da, sondern es wird den Freunden, den Bekannten weitervermittelt. Und damit Fehlanreize, die meines Erachtens falsch sind. Wer ist schuld an dieser Situation, glauben Sie? Ja, das Bundesamt für Migration hat diese Einrichtung, die hier betrieben wird, als Rechtsträger übernommen. Nicht der Landkreis Erding, sondern das Bundesamt für Migration, eine Bundesbehörde. Und rechtlich gesehen ist derjenige, der den Betrieb übernommen hat, das Deutsche Rote Kreuz. Und die weigern sich, dass sie diese Registrierung durchführen, Zwangsregistrierung. Wenn für Zwangsmaßnahmen, sagen die mir, stehen sie nicht zur Verfügung. Und da ist meines Erachtens klar und deutlich die Bundesregierung gefordert, dass sie hier eine Vorgabe entsprechend erlässt. Jeder wird registriert, jeder wird hier aufgenommen, einschließlich Fingerabdrücke. Damit haben sie zumindest mal den Teil fest, dass wir wissen, wer lebt in diesem Land. Wenn wir alle auch der Auffassung sind, Herr Beiersdorfer, dass es nicht diese eine goldene Regel, diese eine goldene Lösung geben wird für diese Freiwilligen, bei den Ehrenamtlichen, die Hauptamtlichen, die sind auch an der Leistungsgrenze. Bei mir im Landratsamt habe ich alleine 27 Personen, die nur mit dem beschäftigt sind, Vollzeitstellen, die nur mit dem beschäftigt sind, dass wir die Unterbringung organisieren, dass wir Sozialpädagogen mit Asyl- und Sozialberatung gewährleisten, dass wir Hausmeister organisieren und dass wir aber gleichzeitig bei den Ehrenamtlichen auch keine Möglichkeit mehr haben. Herr Özdemir, jetzt schätzt die EU, dass im nächsten Jahr wenigstens 3 Millionen Flüchtlinge kommen. Wagen Sie eine Prognose, in welches Land in Europa die am liebsten wollen? 2,9 Millionen nach Deutschland wahrscheinlich. Naja, also Schweden hat pro Kopf deutlich mehr, aber das macht jetzt, glaube ich, auch keinen Sinn, Herr Landrat, wenn wir jetzt auf dem Level diskutieren. Die müssen an der europäischen Grenze registriert werden, sie müssen erfasst werden, wir müssen wissen, wer da kommt, sie müssen dort untersucht werden und dann muss es dort Hotspots geben und am Ende, die Hotspots werden Griechenland, Italien nur akzeptieren, wenn es dann anschließend einen Verteilmechanismus gibt. Jetzt will ich aber auch mal was zur Ehrlichkeit sagen. Wir fordern von denen Solidarität, eigentlich vorher auch. Als vor einigen Jahren die Italiener
und die Griechen auf uns gekommen sind und gesagt haben, wir brauchen Hilfe, wir sind überfordert, da haben wir denen auch die kalte Schulter gezeigt. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Funktioniert eigentlich Dublin noch, Herr Schwennecke, wenn wir das jetzt immer so hochhalten und sagen, wir wollen zurückführen in die sicheren Herkunftsstaaten auch innerhalb Europas? Wollen wir tatsächlich nach Kroatien und Slowenien Menschen zurückschicken? Naja, das erste Problem ist ja, dass wir mit dem Dublin-Verfahren uns jahrelang, wenn wir ehrlich sind, einen schlanken Fuß gemacht haben. Dadurch, dass Deutschland keine Außengrenze hat, die davon wirklich betroffen ist, außer jemand also wäre ein über die Ostsee geschwommen. Neues Dublin. Ja, also Dublin. Oder man kommt im Flugzeug. Also, ich kann mir das nicht vorstellen, dass es wirklich wieder in Kraft gesetzt wird. Es ist ohnehin eine unfaire Regelung den Anrainerstaaten gegenüber. Das muss man aus deutscher Sicht fairerweise sagen. Also wird es da zu einer Änderung kommen. Dublin was mich nur wundert, was mich nur wundert, Dublin ist nie außer Kraft einmal gesetzt tot, worden. Einmal nicht es tot, hat nur weil wir Herrn Schwennecke zu Ende reden lassen. Entschuldigung, ja. Einmal kurz zu Ende sagen. Naja, also was war es dann, was wir jetzt gelesen haben, dass Ende August, was ist dann die korrekte Formulierung, Herr Altmaier? Dann helfen Sie mir bitte weiter. Was ist dann damit mit Dublin? gemacht worden. Das Bundesamt für Migration hat im August beschlossen, keine Flüchtlinge nach Ungarn zurückzuschicken. Ja. Das sieht Dublin das auch vor. Das ist das sogenannte Selbsteintrittsrecht. Und jetzt hat man gesagt, das machen wir nicht mehr, aber mit Griechenland. Ja, aber das ist doch, mit wo Griechenland ist der hat der Bundesinnenminister erklärt, habe. Werden weiterhin keine Flüchtlinge zurückgeschickt, weil Griechenland im Augenblick nicht imstande ist, die ordentlich und menschenwürdig zu behandeln. Ja, und deshalb weiter. Ist es auch unser Ziel, dass wir in Griechenland die Voraussetzungen dafür schaffen, durch deutsche und europäische Hilfe, dass Griechenland seinen Verpflichtungen gerecht wir werden können kann. Ja nicht, aber weiter die Menschen eben in den Süden Europas schicken. Nein. Deshalb kämpfen alle um eine Quote, wenn ich das jetzt richtig verstanden ja. habe. Deshalb wollen wir also auch einen neuen Verteilungsplan und eine neue Solidarität in ja, Europa. Und ich versuche es mal zusammenzufassen. Wir wollen auch eine Perspektive, dass die Menschen in ihrer Region bleiben können, dass sie ordentlich versorgt werden, dass die Kinder in die Schule gehen können, ja. dass die Menschen eine Arbeitserlaubnis eben. Haben. Denn niemand verlässt seine Heimatregion leichten Herzens. Und deshalb müssen wir den Menschen vor Ort eine Perspektive das bieten. Dass wir keine Waffen mehr nach Saudi-Arabien das liefern, dass wir automatischen Plüsch weglässt, den er da dran gemacht hat. Dann hat er auch klipp und klar gesagt, Frau Merkel würde das heute so auch nicht mehr sagen. Ja. Und helfen Sie uns noch mal bei der Interpretation dieses Bildes. Heißt das ganz konkret, Frau Merkel hat Fehler gemacht und andere müssen das jetzt korrigieren? Ja, das so verstehe ich das. Also jedenfalls, soweit man das im Moment korrigieren kann. Denn das Bild der Lawine hat er deswegen benutzt, weil er sagt, da ist etwas Unkontrollierbares, etwas Unkontrolliertes in Gang gekommen und wir müssen die Kontrolle wiedergewinnen. Es gibt ja ein Zitat von Angela Merkel, das mir nicht aus dem Kopf geht, das sie vor etwa 6 Wochen geäußert hat, als sie sagte, es liegt nicht in unserer Macht, wie viele Menschen nach Deutschland kommen. Das ist ein Offenbarungseid, das ist das Zugeständnis eines Kontrollverlustes. Und dahinter möchte, ganz kurz, dahinter möchte jemand wie Wolfgang Schäuble zurückkommen, er möchte ein Stück weit die Kontrolle darüber wieder gewinnen. Zurückbekommen. Und jetzt müssen Sie uns erklären, Herr Altmaier, warum mischt sich Wolfgang Schäuble eigentlich in diese Debatte ein? Was hat er als Finanzminister für einen Grund, sich in dieser Form gegen seine Kanzlerin zu stellen? Erst einmal, ich weiß gar nicht, ob die spitzfindigen Interpretationen des Kollegen Schwennecke das sind, was Herr Kollege Schäuble gemeint hat. Ich glaube auch, dass es auch nicht lohnt, darüber den ganzen Abend zu diskutieren. Weil die Menschen, die heute Abend zuschauen, die wollen von uns wissen, wie wir es schaffen, dass die Flüchtlinge Deutsch lernen, dass sie in Arbeit kommen, dass wir auch den Zustrom reduzieren. So, und der zweite Punkt ist, Angela Merkel hat in den letzten 10 Jahren sehr viele schwierige Entscheidungen für Deutschland getroffen. Denken Sie an die Euro-Krise, denken Sie an die Ukraine, denken Sie an viele andere Vorgänge. Und sie hat immer wieder auch sich gegen Kritiker zur Wehr setzen müssen. Das ist normal in einer Demokratie. Aber sie hat am Ende immer die Partei hinter sich versammelt. Und ich bin fast jedes Wochenende auf irgendeiner Parteiveranstaltung. Und wenn man dort mit den Menschen spricht, steckt einem sehr viel Verständnis, Unterstützung entgegen. Und deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass auch der Bundesparteitag sich hinter Angela Merkel stellen wird und dass deutlich werden wird, dass sie in der CDU-CSU von der ganz großen Mehrheit getragen ist. Ich wollte von Ihnen wissen, warum sich Wolfgang Schäuble so verhält, wie er sich verhält. Na gut, dann hätten Sie Wolfgang Schäuble einladen müssen machen heute Abend machen, und nicht mich. Ich habe mir angewöhnt als Kanzleramtsminister, dass ich nicht interpretiere, was Kollegen okay. in der Regierung sagen. Das wieder, ist eine Frage auch des Dann Stils. Fragen wir wieder den von Ihnen offensichtlich heiß geschätzten Christoph Schwennecke. Herr Schwennecke, die Journalisten schreiben sogar von einem möglichen Putsch. Ja. Müssten Putschisten nicht auch wissen, wen sie dann ins Amt heben wollen? Also Putsch ist ein grelles und aufsehenerregendes Wort. Ich habe es selber auch benutzt. Ich will mich da gar nicht dahinter verstecken. Der Putsch in der Sache hat stattgefunden. Der Putsch in der Sache hat in dem Moment stattgefunden, wo versucht wurde, den Familiennachzug, den Herr de Maizière nicht mehr erlauben wollte, an jenem besagten Freitag eben doch wieder zuzulassen. Im Präsidium wurde dann beschlossen, nein, Familiennachzug vorläufig nein. Übrigens, der zweite Punkt,
von Herrn de Maizière, der ist ein bisschen unter den Tisch geraten. Das ist fast der erheblichere in meinen Augen. Er hat nämlich auch gesagt, dass den syrischen Flüchtlingen, die kommen, erstmal nur ein Jahr Aufenthalt gewährt werden soll. Aber das nur nebenbei. Also der Putsch in der Sache findet im Moment statt. Tüll, dass Angela Merkel die Krise noch im Griff hat? Ich habe ja, das war ja ein Gegenbesuch. Sie war ja bei uns in Neukölln im Mai, hat eine Schule besucht und hat dann das sehr spannend gefunden, das Gespräch auch mit mir, und hat gesagt, wollen wir das nicht mal fortsetzen. Und dann haben wir uns tatsächlich vereinbart und es ist wirklich dazu gekommen. Und natürlich war dann nicht nur das Thema Integration und Kopftuchdebatte ein Gegenstand, sondern die Fragen natürlich aktuell, was machen wir mit der Flüchtlingskrise? Und sie hat in erster Linie erstmal zugehört. Sie hat zugehört, als ich ihr berichtet habe von der Situation vor Ort, davon, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir an unsere Grenzen von Kapazitäten kommen, dass wir erste Turnhallen eben tatsächlich für Flüchtlinge nutzen, wie die Leute reagieren, wie die Vereine reagieren, dass es schwierig ist für Schul- und Vereinssport, dass es in der Bevölkerung natürlich Menschen gibt, die sagen, das kann doch nicht sein, dass das zulasten unserer Kinder geht und dass ich das mit Sorge sehe. Und dass wir natürlich darüber hinausdenken müssen, es ist ja nicht damit getan, die Menschen auf der Pritsche in der Turnhalle unterzubringen und schon gar nicht in diesen Größenordnungen, die wir im Moment haben. Und es kann auch nicht sein, dass wir im ganzen Land eine Turnhalle nach der anderen beschlagnahmen und die dafür verwenden. Wir müssen andere, größere Lösungen finden. Und das hat sie auch dann ganz klar auch gesagt, sie sieht das ebenso und hat mir auch gesagt, sie wird sich dafür einsetzen, dass die Bundeswehr auch auf der Landesebene und auf der kommunalen Ebene mit unterstützt. Und ich hatte schon den Eindruck, dass sie das sehr, sehr ernst nimmt und sehr wahrnimmt, was da vor Ort auch bei uns passiert. Cem Özdemir ist bei uns, Oppositionsführer bei den Grünen. So eine Krise in einer so großen Flüchtlingsbewegung sind hohe Zeiten für die Opposition. Heute kam die Nachricht, dass die schwedische Regierung, die sozialdemokratische schwedische Regierung beschlossen hat, Grenzen wieder einzuführen. Kontrollen wieder einzuführen. Damit sind wir in Europa jetzt quasi mehr oder weniger allein mit unserer Politik. Herr Altmaier schüttelt schon den Kopf. Ja, Sie haben das gemacht, was wir auch gemacht haben. Wir haben auch die Grenzkontrollen eingeführt. In diese Richtung. Ja. Erklärt sich so in Ihren Augen, Herr Özdemir, das Chaos und auch die Panik der Regierung, nun nach irgendwelchen Lösungen zu suchen, die die Zahl der Menschen begrenzt? Also ich habe 0,0 Lust, da eine parteipolitische Debatte draus zu machen in einer Situation, wo es wirklich darum geht, in welcher Gesellschaft wir künftig leben wollen. Ob die AfD immer stärker wird, ob Pegidas, Legidas oder so im Ruder laufen und wir eine Entwicklung bekommen, wie wir es in anderen Ländern ja auch kennen, dass rechts immer stärker wird, rassistische Anschläge und so weiter. In einer solchen Situation stellt es mich nicht zufrieden zu sehen, in welchem Zustand diese Regierung ist. Ich meine, wir brauchen ja das gemeinsame Gespräch. Das ist nicht die Situation des parteipolitischen kleinen Karos. Wir haben unter Führung von Winfried Kretschmann einen für uns sehr schwierigen Flüchtlingskompromiss gemacht. Aber wer ist eigentlich unser Ansprechpartner in der Großen Koalition? Ist es die Kanzlerin? Die hat keine Richtlinienkompetenz mehr. Ist es jetzt der Innenminister? Ist es der Finanzminister? Muss man nach Bayern gehen? Oder muss man mit dem SPD-Vorsitzenden reden, der seine Meinung ja auch häufiger ändert? Also in einer der schwierigsten Situationen, wo wir eine Regierung haben, die mit 80% im Bundestag eine Mehrheit hat, zerlegt die sich gerade. Und alle da draußen, die Bürgermeister, die Ehrenamtlichen, die Hauptamtlichen, erwarten von uns, dass wir sagen, wohin die Reise geht. Können wir die Leute registrieren? Kriegen wir es hin, bis zum Jahresende zu wissen, wie viele Leute da sind? Ein Fraktionsmitglied von uns hat die Bundesregierung gefragt, heute haben wir die Antwort zu ihr gehört, ob die eigentlich wissen, wie viele Leute im Land sind. Sie können es nicht sagen. Weil auch deshalb ausgesandt wird, dass über die Handys, über die Smartphones signalisiert wird, in die Herkunftsländer ganz so wird es nicht bleiben, wie es im Moment ist. Und dass von vielen Beteiligten durchaus das auch gewollt ist, als politisches Signal ausgesandt zu werden. Welche Maßnahme sich jetzt unmittelbar wie auswirken wird und auswirken kann, kann ich Ihnen nicht sagen. Das kann Ihnen mit Sicherheit auch Peter Altmaier nicht sagen, weil wir reden dann über die Zukunft und das wird sich dann erweisen müssen. Es sind ja auch teilweise Vorschläge, die gerade noch die Großlösung sein sollten, ganz schnell wieder weg gewesen, wie die Transitzonen beispielsweise. Das war plötzlich das Allheilmittel und dann waren sie weg. Na gut, das ist natürlich ein großer Unterschied, ob sie das Einreisezentrum im Land machen oder an der oder ob das exterritorial ist. Das ist der entscheidende Unterschied daran. Aber weg waren sie wieder, die Transitzonen. Weil sie in der Koalition so ausverhandelt wurden, Frau Giffey, wir fragen jetzt die nächste Praktikerin. Kommen Sie überhaupt in Neukölln dazu, abzuschieben? Jetzt möchte die Berliner Regierung, dass wir die Asylverfahren beschleunigen und das wirklich abgeschoben wird. Kommen Sie dazu? Haben Sie Leute dafür? Also generell ist es ja keine bezirksspezifische Frage, sondern Nein. Das betrifft das natürlich das ganze Land. Und ich sag mal, wir konzentrieren uns immer auf die strenge Regulierung und auf das Abschieben. Letztendlich, wir haben eine Situation, wo die Mehrheit der Leute, die im Moment bei uns ankommen, wirklich aus Syrien kommen, die wirklich aus Kriegsgebieten kommen, die auch ein Recht haben, hier zu bleiben. Die echten Balkanflüchtlinge, ja, die praktisch hier kein Bleiberecht haben. Das hat sich doch reduziert in der letzten Zeit. Und es ist so, wenn Sie sehen, dass sich da Frauen, Familien mit kleinen Kindern, mit Babys, ohne irgendwas auf den Weg machen, das machen die doch nicht, weil sie hier ein Tagesgeld kriegen. Ich bin heute
gerade noch mal in unserer Einrichtung der Neuen gewesen für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Da sind 14- bis 17-jährige Jungs, die sind alleine, haben sich auf den Weg gemacht. Die kriegen ein Tagesgeld von 1 Euro und damit können sie dann so richtig hier einen drauf machen. Und die haben nur eine einzige Frage: Wann ist mein Termin bei der Registrierung? Und der eine sagte mir dann, der ist erst im April, was mache ich denn so lange? Ich will doch was machen. I need family. Ja? Die erzählen ihnen natürlich, die sind alleine los und hoffen natürlich, dass sie Mama, Papa, Geschwister herholen können. Und es ist auch etwas ganz Natürliches. Und die Frage muss man ja stellen, will ich ganz viele junge Männer, die alleine sind, sind mir die lieber, als wenn ich 100 Familien hier habe oder auch mehr Familien? Das ist ja die Frage. Nur die Frage ist eben, was machen Menschen, wenn sie in dieser Not sind, wenn sie vor Krieg und Tod flüchten und wenn sie dann versuchen wollen, ihre Familien nachzuholen? Sie werden alles unternehmen. Und wenn wir so eine rigorose Regelung finden, dann werden andere wieder versuchen, daraus Geschäftsmodelle zu entwickeln. Ja. Es wird wieder mehr Schlepper geben, die sagen, die werden übers Mittelmeer kommen, die werden andere Wege finden. Ja. Und wir können doch, und das ist doch die ganze Debatte um die Begrenzung, wie wollen wir es denn praktisch machen? Eben. Wollen wir eine Mauer um Deutschland herum bauen? Wollen wir wieder zu Zeiten zurückkommen, wie als Deutschland noch geteilt war? Das ist für mich eine unvorstellbare Vorstellung. Also wir müssen doch einen Weg finden, der dieses geeinte Deutschland, dieses geeinte Europa auch so gestaltet, dass das weiter erhalten bleibt. Und das ist doch die entscheidende Herausforderung für die Zukunft auch. Jetzt haben wir vorhin schon darüber gesprochen, Herr Korte. Offenbarungseid, das ist ja das Zugeständnis eines Kontrollverlustes. Das ist die Wahrheit. Und dahinter möchte ich ganz kurz, dahinter möchte jemand wie Wolfgang Schäuble zurückkommen. Er möchte ein Stück weit die Kontrolle darüber wieder gewinnen. Zurückbekommen. Und jetzt müssen Sie uns erklären, Herr Altmaier, warum mischt sich Wolfgang Schäuble eigentlich in diese Debatte ein? Was hat er als Finanzminister für einen Grund, sich in dieser Form gegen seine Kanzlerin zu stellen? Erst einmal, ich weiß gar nicht, ob die spitzfindigen Interpretationen des Kollegen Schwennicke das sind, was Herr Kollege Schäuble gemeint hat. Ich glaube auch, dass es auch nicht lohnt, darüber den ganzen Abend zu diskutieren, weil die Menschen, die heute Abend zuschauen, die wollen von uns wissen, wie wir es schaffen, dass die Flüchtlinge Deutsch lernen, dass sie in Arbeit kommen, dass wir auch den Zustrom reduzieren. So, und der zweite Punkt ist, Angela Merkel hat in den letzten 10 Jahren sehr viele schwierige Entscheidungen für Deutschland getroffen. Denken Sie an die Euro-Krise, denken Sie an die Ukraine, denken Sie an viele andere Vorgänge. Und sie hat immer wieder auch sich gegen Kritiker zur Wehr setzen müssen. Das ist normal in einer Demokratie. Aber sie hat am Ende immer die Partei hinter sich versammelt. Und ich bin fast jedes Wochenende auf irgendeiner Parteiveranstaltung. Und wenn man dort mit den Menschen spricht, schlägt einem sehr viel Verständnis, Unterstützung entgegen. Und deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass auch der Bundesparteitag sich hinter Angela Merkel stellen wird und dass deutlich werden wird, dass sie in der CDU-CSU von der ganz großen Mehrheit getragen ist. Ich wollte von Ihnen wissen, warum sich Wolfgang Schäuble so verhält, wie er sich verhält. Na gut, dann hätten Sie Wolfgang Schäuble einladen müssen heute Abend und nicht mich. Ich habe mir angewöhnt als Kanzleramtsminister, dass ich nicht interpretiere, was Kollegen in der Regierung sagen. Das ist eine Frage auch des Stils. Fragen wir wieder den von Ihnen offensichtlich heiß geschätzten Christoph Schwennicke. Herr Schwennicke, die Journalisten schreiben sogar von einem möglichen Putsch. Ja. Müssten Putschisten nicht auch wissen, wen sie dann ins Amt heben wollen? Also Putsch ist ein grelles und aufsehenerregendes Wort. Ich habe es selber auch benutzt. Ich will mich da gar nicht dahinter verstecken. Der Putsch in der Sache hat stattgefunden. Der Putsch in der Sache hat in dem Moment stattgefunden, wo versucht wurde, den Familiennachzug, den Herr de Maizière nicht mehr erlauben wollte, an jenem besagten Freitag eben doch wieder zuzulassen. Im Präsidium wurde dann beschlossen, nein, Familiennachzug, vorläufig nein. Übrigens, der zweite Punkt von Herrn de Maizière, der ist ein bisschen unter den Tisch geraten. Das ist fast der erheblichere in meinen Augen. Er hatte nämlich auch gesagt, dass den syrischen Flüchtlingen, die kommen, erstmal nur ein Jahr Aufenthalt gewährt werden soll. Aber das nur nebenbei. Also der Putsch in der Sache findet im Moment statt. Mhm. Zu alt jedenfalls hält sich der angesprochene Wolfgang Schäuble offensichtlich nicht, wenn wir ihm noch einmal zuhören wollen. Herr Altmaier, nochmal, das fortgeschrittene Alter disqualifiziert ihn offensichtlich nicht. Was würde ihn qualifizieren? Ein Kanzler in der Not zu sein? Wolfgang Schäuble ist doch ganz unbestritten einer der politischen Leistungsträger in dieser Bundesregierung. Und die Union hat davon mehr. Und darauf ist sie stolz. Und wir werden auch nicht zulassen, dass die einzelnen Minister gegen andere Minister ausgespielt werden. Für uns muss maßgeblich sein, alle, die in der Regierung sind, müssen den gemeinsamen Kurs dieser Regierung und Koalition mittragen. Mhm. Und da gab es in der Vergangenheit keinen Zweifel beim Kollegen Schäuble oder bei irgendeinem anderen Kabinettskollegen, den ich kenne. Und in der Flüchtlingskrise haben wir runtergegangen sind, weil das World Food Programm nicht anständig finanziert war. Mit einem Bruchteil des Geldes, das Sie jetzt in Neukölln finanzieren müssen, hätten wir dafür sorgen können, dass die Menschen dort anständig versorgt werden würden. Dann hätten die nicht kommen müssen. Darum kümmert man sich jetzt. Das hat die Wiener Konferenz gegeben. Tatsächlich. Man versucht, die Türkei zu überreden. Man versucht, sich jetzt mit Afrika zu verständigen. Frau Illner, und da muss man Frau Merkel kritisieren. Nicht bei der Frage, da teile ich nicht Ihre Meinung, Herr Schwennicke, dass sie damals mit verhindert hat, dass der Balkan zusammenbricht. In der Situation, das will ich ganz ehrlich sagen, hätte auch ein grüner Kanzler, ein sozialdemokratischer Kanzler oder eine Kanzlerin vermutlich nicht grundlegend anders entschieden. Wo ich aber Frau Merkel kritisiere, ist, als ihr die Regierung übernommen habt, 2005 von uns, da haben wir gesagt,
Die Türkei, die damals auf dem Reformweg war, Richtung Europa anbinden, eng anbinden. Frau Merkel hat sich für die Türkei nicht interessiert, hat die privilegierte Partnerschaft erfunden. Jetzt, wo die Türkei unter Erdogan auf dem falschen Weg ist, robbt sie dorthin und muss sich quasi dort betteln, damit Herr Erdogan die Flüchtlinge vom Leib hält. Man muss sich interessieren für die Nachbarschaft, dann passiert sowas auch nicht. Ich möchte gerne, sorry. Ich darf aber doch noch einen Punkt sagen, weil das geht ganz kreuz und quer. Wir haben überhaupt gar keinen, es ist überhaupt gar kein Kurs geändert. Vom ersten Tag an war es die Politik der Union und die Politik der Kanzlerin zu sagen, wenn Menschen in Not sind, weisen wir sie nicht ab. Und wir wollen nicht, dass auf der Balkanroute das Chaos ausbricht, weil Zehntausende von Flüchtlingen hin und her geschoben werden. Und wir haben seit 20 Jahren als CDU/CSU immer gesagt, wir wollen aber auch, dass diejenigen, die nicht verfolgt sind, die aus einem Land kommen, das demokratisch ist, wie im ehemaligen Jugoslawien, unser Land wieder verlassen. Denn das Asylrecht ist da, um Menschen in Not zu helfen. Und diese beiden Botschaften, die sagen wir den Menschen und das setzen wir auch um. Und wir sind erfolgreich, denn wir haben den Zustrom aus dem westlichen Balkan um über 100.000 Personen reduziert, alleine in den letzten Monaten. Sie sind ja ein digital sehr versierter Mensch, wie ich weiß. Ich empfehle Ihnen noch mal auf YouTube oder auf anderen Kanälen, sich den Auftritt von Frau Merkel anzuschauen in Rostock, als sie die Begegnung mit dem palästinensischen Mädchen hatte, dass sie darauf angesprochen hat und gesagt hat, ich möchte auch gerne hier leben, wie die anderen Kinder, mit denen ich zusammen zur Schule gehe. Dass sie übrigens, das hat man gesehen, Angela Merkel sehr berührt hat, dieses Erlebnis mit diesem Moment, Herr Altmaier. Und da sagte sie wörtlich, das können wir jetzt auch nicht schaffen, all deine Landsleute, Tausende und Tausende hier in Deutschland aufzunehmen. 5 bis 6 Wochen später in der Bundespressekonferenz hier in Berlin hat sie wörtlich das glatte Gegenteil dessen gesagt, was sie dem Mädchen dort in Rostock gesagt hatte. Also da hat schon ein Wandel stattgefunden. Wir müssen an der Stelle und wollen an der Stelle einen Mann in diese Runde holen, der auch Basiserfahrung hat. Er ist Landrat in Erdingen und heißt Martin Beiersdörfer. Und in seinem Landkreis, Herr Beiersdörfer, ist ein besonders großes Flüchtlingsheim errichtet worden. Einen schönen guten Abend erstmal. Guten Abend. Wir zeigen noch ein paar Bilder davon. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hatte beschlossen, einen Teil des Erdinger Fliegerhorstes zu einer Art Warteraum Asyl zu machen, also zu einem großen Flüchtlingsheim. In 10 winterfesten Festzelten und 18 ehemaligen Flugzeugunterständen sind bis zu 5000 Flüchtlinge untergebracht. Die Unterbringung darf nicht länger als 3 Tage dauern. Danach sollen die Asylbewerber ins Ganze. Habe ich persönlich aufgrund der Flüchtlingszuzüge eine Einschränkung in meinem persönlichen Leben. Ja. Und wir sind an einem Punkt, wo wir das an vielen Stellen inzwischen mit Ja beantworten müssen. Und die Leute haben ja darüber hinaus Ängste. Die sagen, ihr nehmt uns die Turnhallen. Was kommt als nächstes? Sind es Wohnungen, die beschlagnahmt werden? Wird bei mir jemand einquartiert? Was sind die nächsten Schritte? Und das sind natürlich Dinge, die muss man ernst nehmen. Und da brauchen wir auch Antworten dafür. Mhm. Und diese ganze Streiterei, wer wie zu interpretieren ist, das hilft uns ja vor Ort nicht wirklich aber, weiter. Aber es braucht ja einen Plan. Ja. Herr Özdemir ist der Nächste. Genau deswegen, weil Sie das, genau was Sie da schildern, ist doch die Folie, auf der wir reden, warum ich beispielsweise sagen würde, es muss die Kontrolle wiedergewonnen werden. Es muss auch klar werden, das kann so in dem Maße nicht weitergehen. Ihr Parteichef hatte heute, glaube ich, auch ein Rendezvous mit der Wirklichkeit. Er traf sich heute, also Sigmar Gabriel mit, dann können Sie ja noch... Bürgermeister in Landräten aus mein Eindruck war, so wie er hinterher gesprochen hat, dass ihn das sehr stark beeindruckt hat. Ja. Und siehe da, seine Aussagen hinterher hörten sich auch ein wenig anders an als vorher. Also er redete da auch von der Reduktion. Also das ist ja nicht aus irgendeiner Herzlosigkeit herausgesagt, sondern einfach aus Gründen, dass man sagt, wir kommen sonst unserer Verantwortung nicht nach. Übrigens auch der Verantwortung der Flüchtlinge. Wollen wir einmal ganz kurz nochmal Cem Özdemir, der sich heute ja nicht parteipolitisch streiten möchte, zu Wort kommen lassen. Wenn ein Verschärfungsvorschlag den nächsten jagt, fragen Sie sich als Oppositionspartei, die bisher tatsächlich Angela Merkel an vielen Stellen unterstützt hat und ihr mehr Support und mehr Unterstützung und Hilfe entgegenbrachte, als das der eine oder andere Parteifreund tut. Haben Sie da auch die Frage, worin jetzt eigentlich der Plan besteht und wofür die Kanzlerin noch steht? Steht sie noch für diese Willkommenskultur oder steht sie für diese Beschränkungsvorschläge? Die Frage stelle ich mir, es nützt mir nur nichts. Okay. Wenn ich die ganze Debatte jetzt heute Abend hier bislang verfolge, dann höre ich Vorschläge, wie wir Flüchtlinge höhere Hürden machen können, damit sie nicht kommen. Nichts davon wird sich in Neukölln unmittelbar für sie auswirken, das haben wir jetzt ja gerade auch gehört. Wir haben aber noch keine Sekunde darüber gesprochen, warum diese Menschen sich eigentlich auf den Weg machen und was wir tun können, damit sie sich nicht mehr auf den Weg machen. Anstatt dass wir permanent neue Ideen uns einfallen lassen, Familienzusammenführung, Dublin-Verfahren, die an der Sache erstmal nichts ändern, sondern die Verfahren noch mehr in die Länge ziehen, sollten wir doch mal ein bisschen Grips, ein bisschen Zeit, ein bisschen Energie auf die Frage verschwenden. Darüber haben wir schon sehr ausführlich gesprochen. Haben wir hier schon sehr ausführlich besprochen. Schauen Sie mal, nur weil ich einen Satz sagen darf. Im Sommer sind die Zahlen drastisch hochgegangen.
Das war gleichzeitig die Zeit, wo in den Nachbarländern von Syrien, in Jordanien, im Libanon, in der Türkei die Lebensmittelrationen runtergegangen sind, weil das World Food Programm nicht anständig finanziert war. Mit einem Bruchteil des Geldes, das sie jetzt in Neukölln finanzieren müssen, hätte man dafür sorgen können, dass die Menschen dort anständig versorgt werden würden, dann hätten die nicht kommen müssen. Darum kümmert also, man sich jetzt. Es hat die Wiener Konferenz gegeben. Man versucht, die Türkei zu überreden. Man versucht, sich jetzt mit Afrika zu verständigen. Frau Illner, und da muss man Frau Merkel kritisieren. Nicht bei der Frage, da teile ich nicht Ihre Meinung, Herr Schwennicke, dass sie damals mit verhindert hat, dass der Balkan zusammen in der Situation, das will ich ganz ehrlich sagen, hätte auch ein grüner Kanzler. Was Ihre Partei möchte, hat sie dann noch die Richtlinienkompetenz? Hat sie. Es gibt ja einen Spielraum, es gibt ein Kabinettsprinzip, es gibt auch das Ressortprinzip. Innerhalb dieser verschiedenen Prinzipien muss sie durchaus weiterführen. Sie wird die Instrumentarien nutzen, da bin ich ziemlich sicher. Ihr Hauptinstrumentarium ist ihr Popularitätspanzer, den sie nach wie vor in der Bevölkerung besitzt. Zu dem Detail der Flüchtlingspolitik gibt es unterschiedliche Meinungen, aber ansonsten wird sie immer noch geschätzt von den Bürgern, weil sie abseits von Geltungssucht agiert, auch nach 10 Jahren sehr souverän wirkt als Krisenlotsin. Und als Orientierungsautorität, ganz offensichtlich. Und wer so eine Person versucht zu stürzen, wird mit abstürzen. Insofern ist die Problematik, mit dem Begriff von Putsch zu arbeiten, etwas, was denjenigen mit nach unten zieht, der es versucht. Und Sie halten diese Idee für abwegig. Dennoch die Frage, wissen die Menschen noch, was die Kanzlerin will? Oder ist sie mehr getrieben von dem Wollen der anderen? Das ist nochmal eine ähnliche Frage. Ihr Kennzeichen war die ruhige Stärke. Im Moment wirkt sie durchaus getrieben. Und der Kurs ist nicht wirklich klar erkennbar, außer an den Regionalkonferenzen. Denn es wäre jetzt notwendig, offenbar, wie so 1989, ein 10-Punkte-Programm zu entwickeln. Wollte ich Sie gerade fragen, wo ist der Plan? Voller Zuversicht. Mhm. Ehrlichkeit gehört dazu. Ratlosigkeit zuzugeben, dass es nicht die Lösung gibt, sondern ein Maßnahmenbündel. Aber man muss Zuversicht ausstrahlen über ein Maßnahmenpaket, das idealerweise auch 1989 in einer diffusen öffentlichen Lage Zuversicht über 10 Punkte gestiftet hat. Das wäre ein Ansatz. Das muss aber auch sicherheitsorientiert sein, denn die Bürger in Deutschland wählen immer so, dass möglichst sich nichts ändert. Das ist im Moment das Problem. So. Es wird keiner gewählt, der den Wandel verspricht im Moment. Da liegt das große Problem. Aber es wäre ein Ausweg. Okay, Frau Giffey, dann landen wir jetzt in der Realität und fragen uns, wir sollen also den Familiennachwuchs begrenzen. Es soll den Familienzuzug, es soll diese berühmten Transitzonen geben, es soll schärfere Prüfungen geben, Dublin soll wieder eingeführt werden. Was wird das morgen an Ihrer Situation ändern? Wissen Sie, die ganze Debatte heute Abend, die ist so dermaßen abgehoben. Bis jetzt. Es ging bisher, um Macht. Es ging um Politik. Um ein bisschen Politik aber ist auch dabei. Muss ja sein, ist ja gar keine Frage. Aber ich sage Ihnen, die Leute vor Ort, die wollen ganz konkret wissen, wann kommen wir wieder in die Turnhalle rein? Sind dort ansteckende Krankheiten? Wie werden die behandelt? Wie werden die Ehrenamtlichen unterstützt? Was ist mit der gesundheitlichen Versorgung? Was ist mit den Leuten, die das Asylverfahren durchgestanden haben? Wissen, sie haben einen Status und dann unsere Neukunden werden. Wir brauchen überall massiv Personal, ob das im Bürgeramt ist, im Sozialamt oder sonst wo. Und das wollen die Leute wissen. Habe ich persönlich aufgrund der Flüchtlingszuzüge eine Einschränkung in meinem persönlichen Leben? Und wir sind an einem Punkt, wo wir das an vielen Stellen inzwischen mit Ja beantworten müssen. Und die Leute haben ja darüber hinaus Ängste. Die sagen, ihr nehmt uns die Turnhallen. Was kommt als nächstes? Sind es Wohnungen, die beschlagnahmt werden? Wird bei mir jemand einquartiert? Was sind die nächsten Schritte? Und das sind natürlich Dinge, die muss man ernst nehmen. Und da brauchen wir auch Antworten dafür. Und diese ganze Streiterei, wer wie zu interpretieren ist, das hilft uns ja vor Ort nicht wirklich weiter. Aber es braucht so wie es jetzt es nicht gibt. Wenn Menschen sich in Bewegung setzen, kann man sie nicht aufhalten. Also brauchen wir eine konzertierte Aktion, viele, die mitdenken und Versuch und Irrtum. Irgendwas wird funktionieren. Und geht es genau, Herr Özdemir, um dieses Signal, von dem vorhin Herr Schwennicke und Herr Beiersdorfer sprachen, ein anderes Signal an die Flüchtlinge auszusetzen, das woher auch immer kommt und mit welcher Lösung im Hintergrund, dann dem Flüchtling suggeriert, dass er besser zu Hause bleibt oder in einem anderen Land bleibt. Wir wollen ja jetzt dann wieder rückführen. Also wir reden über Dublin, über die Einzelfallprüfung. Wohin führen wir dann eigentlich wieder zurück? Sucht die Politik gerade nach dem großen Signal, das ein Gegensignal ist zu der Kanzlerin, die die Flüchtlinge umarmt? Nein, ich glaube, das haben Sie sehr beeindruckend geschildert. Leute, die vom Krieg fliehen, denen die Bomben um die Ohren fliegen, das Leben ihrer Kinder, das eigene Leben retten wollen, die schauen nicht danach, wie die Einreisebedingungen hier sind. Die würden, jeder von uns würde das genauso machen. Die wollen versuchen, das Leben ihrer Liebsten zu retten. Was anders ist es, Leute, die aus ökonomischen Gründen, weil sie sich eine Verbesserung ihres Lebens erhoffen, übrigens auch ein legitimes Motiv, aber denen müssen wir sagen, das geht jetzt nicht. Da haben wir jetzt gerade...
Das kann jetzt nicht unsere Priorität sein, weil es jetzt Menschen gibt, bei denen es nur ums Leben geht. So, und das, da stimme ich, da bin ich ganz bei der Kanzlerin, das können wir nicht reglementieren. Wir können es aber auch nicht alleine leisten mit den Schweden zusammen. Also brauchen wir europäische Solidarität. Es kann nicht sein, dass einzelne Mitgliedsländer der Europäischen Union dann, wenn es darum geht, Strukturmittel in Anspruch zu nehmen, Europäer sind. Aber dann, wenn es darum geht, einen der Wesensbestandteile Europas ebenfalls einzulösen, den Gedanken der europäischen Solidarität in die Luft schauen. Und das muss hier geschehen. Es hilft auch nicht. Es hilft auch nicht, immer wieder die Frage zu stellen, schaffen wir das oder schaffen wir das nicht? Die Menschen sind hier, wir müssen es schaffen. Und wir können. Und deshalb glaube ich nach wie vor. Wie schaffen wir das, Herr Altmaier? Kleine Sekunde. Es kommt immer erst eine Frage in dieser schönen Sendung und dann dürfen wir Sie was antworten. Weil, welche Signale sendet die Bundesregierung aus? Viele Flüchtlinge, Zitat, die gehofft hatten, ihre Familien, Frau Giffey sagte es gerade, wenigstens ihre Ehefrauen, hierher holen zu können, haben nun große Sorge. Einer von diesen Flüchtlingen ist Ferras, ein 23-jähriger Syrer, der schon in unserer Sendung war und in unserer Sendung auf Peter Altmaier traf. Er floh aus Aleppo und seine Frau hat sich nun gleichermaßen nach ihm von Aleppo weg auf den Weg gemacht. Sie ist jetzt in kurdischem Gebiet und Ferras stellt Ihnen eine konkrete Frage, Herr Altmaier. Er sagt, meine Frau weint jeden Tag, weil Sie Ihre Politik verändert haben. Warum riskieren Sie Ihr Leben? Warum stoppen Sie den Familiennachzug? Was antworten Sie ihm? Dass es so nicht ist. Wir sind uns alle einig, dass jemand, der wirklich ein Flüchtling ist, der Asylanspruch hat oder unter die Flüchtlingskonvention fällt, der hat einen Anspruch auf Familiennachzug. Der ist nur nicht in jedem Fall sofort einzulösen, weil die Leute erst anerkannt sein müssen und weil es so viele Fälle gibt, dass die Bearbeitung überall in Neukölln und anderswo lange dauert. Und deshalb müssen wir diese Menschen auch um Geduld bitten. Aber Flüchtlinge wie Ferras, wenn er aus Aleppo kommt, die werden zu 95% anerkannt nach